Ja, dann haben wir das jetzt richtig schön so aufgenommen und dann können wir das dann schön daneben spielen. Das ist doch lustig. Ja, weil auf Ja. YouTube sieht, ist das dieser immersive, dieser Gag mit diesen lustigen, mit den Rahmen, mit den Frames, mit dieser Galerie hier, der wird nicht übertragen. Also schau es dir auf YouTube an. Das ist Ja, nur deshalb würde ich einmal. eher, also ich würde eher dafür plädieren, dass man das dann einfach weglässt und wieder Standardansicht macht, damit jeder auch ein Bild machen kann, wie er haben will. Ja, was meinen denn die anderen? Wieso Also hat ich hier finde das alles schön so so. schöne Hintergrund und bei mir ist es so neutral? Ja. Ja. Wer achtet denn auf den Chat? Ich achte auf den Chat. Sehe ich so wie Filterbaum? Auf YouTube meinst Ja, sieht ja auch so wie Filterbaum. Ja, dann mache ich jetzt mal jetzt hier, weil, ne, wechsle ich das einfach mal. So. sehr gut. Ist hübsch. Okay, und jetzt ist der Hintergrund gecancelt. Ja, weil der auf YouTube nicht übertragen wird. Oh, okay. Da hast du nur weiße Flächen. Und Gut. irgendwelche Figuren da. Was sind das für Leute? Birgit, hast du die eingeladen oder was? Hey, Figuren. Ja, die Leute, die da reden am Kunsthof. Wo reden denn Leute? Naja, du bist ein Leut, ne? Die Blatschenka ist ein Leut. Wir sind auch alle sehr leutselig und von Der da. André ist auch ein Leut und der Christoph ist auch ein Leut. Genau. Ah, und jetzt geht das. Das fängt aber erst um 7 Uhr an, oder was? Genau, in einer Minute. Na. Latschenka hält schon den Gong parat. Ja, parat. Und Andreas, hast du denn schon die Liste parat, was wir nicht sind? Oh nein, Das. oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Gott. Braucht man das, was man nicht sind? Doch, Haben wir das, immer gelesen, ach immer. so, Ja, weil Tradition, das ist ja ja. jetzt der Kontrast, weil wir ja jetzt, weil jetzt wendet sich die Sache ja. Wohin wendet sich die Sache denn? Ja, das wissen wir nicht, aber sie wendet sich. Es gibt jetzt also Manifestationen. Also jetzt ist 19 Uhr, jetzt gongt es. Also wir sind hier der Kunsttalk, sechste Staffel, erste Serie. Serie. Oh. Es kommt noch jemand dazu. Ja? Günther wollte auch noch kommen. Ja. Ach so, okay. Ja, Oho. ich kenne da die Nummer, kannte ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir wieder darauf achten, wenn das irgendwie so eine. Ja, mussten rausschmeißen. Oder mach mich mal noch zum Chorus, wenn du willst. Ja, gerne. So. Hat das geklappt, Filterraum? Ja. Super. Ich mache Andreas auch noch zum Co-Host. Hallo Günther. Hallo. Ah. Hallo Günther. Lang nicht gesehen. Hallo. Sehr schön. Ja. So schöne Farben. Und Hintergründe. Wir üben noch, Günther, wir Wir üben üben noch, noch. wir sind noch am. Ja, ich bin ganz überrascht. Mit Wohnzimmer. Mit Bar. Na, mit Tapeten. Ja, das Spiegelbilder. ist offenbar so ein bisschen Harry Potter.
Oder Periota. Wo man durch die Tür in die andere Welt geht. Happy Halloween. Aber ich dachte, das geht jetzt nicht nach YouTube. Nee. Das geht jetzt nur weiß. Das ist so allein machen. Unser Privatvergnügen. Genau. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen sagen, wir haben es hier hübsch und wir unter uns, genau. Genau. Also da ist hübsch ja gar nicht so schlecht. Genau. Ich meine, im Gegensatz zu schön, das wäre ja richtig mühsam. Jetzt haben wir noch keinen Gong gehabt, oder was? Nee, wir sind auch noch nicht am Senden, oder? Doch. Ja. Die ganze Zeit. Es ist 19.02 Uhr, also der Gong. Hallo alle. Der Playground ist frei. Das Manifest habe ich hier vor mir liegen. Das könnte ich jetzt lesen. Okay, dann fange ich an mit der üblichen Liste. Der Gong kommt da erst, oder? Ja, wer macht den Gong? Glatschenka, bist du nicht die Gong? Den Gong. Ja. Kurz und bündig. Oh, das war aber... Ja. Yeah. So, war das schön? Nein, das war effektiv. Der Ton war direkt wieder weg. Gong. Das hat ja auch die Algorithmen, die haben das dann sofort wieder weggedämpft. Ja, ich mach mal, kann man das jetzt hier? Ändern wo? Hier. So, also, wir haben uns immer unheimlich viel Gedanken gemacht, wie wir also beliebten und gängigen Formaten immer wieder ausweichen und uns da aber dann trotzdem Rosinen rauspicken. Und daraus hat sich also diese natürlich völlig unvollständige Liste ergeben. Und ich lese die also jetzt einfach mal vor. Also Bühne und Podest, also sind wir nicht. Filmset. Sockel, genau. Also, obwohl mein Stuhl hier unter mir, der fühlte sich schon fast so, nicht? Aber gibt da jetzt also ein kleiner Dämpfer. Filmset. Nein. Talkshow und Küchentalk. Feature, wobei ich immer noch nicht begriffen habe, was das am Ende sein soll. Ne? Oh, hier will noch jemand rein. M2K, bitte. Das ist Matthias bestimmt. Yes. Yes, warten wir mal, bis er da ist. Ich gucke mal, ob man das hier jetzt... Der kennt das schon. Mach da einfach weiter. Workshop. Ich mache einfach weiter, genau. Also Workshop nicht, Seminar nicht. Themenzentrierte Interaktion, nein. Reality-TV, TV, TV-Massenmedien, Kino, IBA, ne? Und es wird aber immer kleiner hier alles, nicht? So, jetzt kann ich schon gar nicht mehr lesen. Slots, Steckplatz, Sendeplatz, Programmplatz, Slot Wars, Slot Machine, Slot, Timeslot Pattern. Der Kunsttalk in unbescheidener Bescheidenheit, ein Stream. Was aber ist ein Stream? Genau, super. Da gibt es auch einen Link, da kann man sich das in Ruhe nochmal angucken. Genau, da können wir dann da drunter schreiben oder so, oder? Kann ich ja, den... genau. Ich mache mal das Teilen wieder weg. So. Ah. Jetzt sind wir in der normalen Gespenstigkeit wieder vorhanden. So. Ja, hier, das lässt sich auf diesem Bildschirm nicht... Was ist denn da los? Bewegen. Also, naja. Also die Ansicht ist irgendwie unvorteilhaft, wenn auch interessant, aber... Nein, ja, genau. Machen wir zwischendurch mal wieder richtig und dann machen wir wieder die Immersion. Jetzt hat auch jeder... Ja, aber das wirkt jetzt so unentschlossen. Gehört das dazu, unentschlossen sein? Als das so das Thema, ja. Das Thema, was wir machen? Unentschlossen, unschlüssig, nicht schlusslos... Von schlusslos bis endlos oder endlos ohne Schlüsse. Die ziehen wir dann immer in die Länge, wegen kein Ende. Ja, wir haben ja jetzt kein Thema mehr für die Staffel, da kann man ja mal sagen. Ne, wir haben kein Thema mehr. Wir sind völlig themenlos.
Aber wir bringen ein, was wir gerade so machen. Ja, aber wir haben ein Manifest. Wir haben schon ein Manifest. Wir sind ein Playground. Also Manifest, okay, du wolltest das vorlesen, ne? Ja, schreibe Maschinenmanifeste mit Kapitelnamen und Zeitstempel ohne Reim verfasst als Satzung fürs Künstlerische rund um den Kunsttalk, die Kunstforschung sowie künstlerische Forschung. Und wirf Zeitgeistanker auf den Tintenfischschwimmzug, den Aquariumsschwall als Zirkusufer hierzulande, mut die Entzündungsreflexe bei gehender Masse. Gehe an deinen Begrüßungsbalkon entlang und sprichs voller Hausfrieden. Hinzu den Hausesschulden und hin zum Hartmutreflex, Überredreflex. Öffne die Beschwörungskarten. Leg Auswege hier über Steinhirn und über Zuwendezeiten. Liegen im inneren Wirbel für den Geistesfunken. Schau sie an, schau sie an, schau sie an, die Geistesfunken, die Geistesfunken, die Geistesfunken. Schau sie an, schau sie an, schau sie an, die Geistesfunken, die Geistesfunken, die Geistesfunken. Mach sie mit künstlerischer Vorsicht und künstlerischer Besorgnis, künstlerischer Elastizität und künstlerischer Energie, gemeinsam mit diesem künstlerischen Mandat, im künstlerischen Klangraum, der Frequenz, der Charakterenergie, der Kinetik, der Schwingung, der Quell-Quell mit Beschwörungskraft und Geistesströme, Ströme, Ströme, Ströme und Geistesströme und Geistesströme und Geistesströme, Ströme, Ströme mit Lautmalereien. Maschinenmanifest für das Kunsttalk-Künstlerische. Kapitelnamen, Kapitelabend, Zeitstempel und Zeitgeistanker. Das ist nicht von mir, das ist von Merzmensch für den Kunsttalk geschrieben. Das ist von der KI vom Merzmensch für den Kunsttalk geschrieben. Ja, mit GPT 1, 2 oder 3, das weiß ich nicht so genau. Also dem kann man eigentlich nichts hinzufügen als noch ein Manifest. Genau, also, das war der erste Versuch. Genau, also ich finde, wir sollten mit so einer Einstellung daran gehen. Also das heißt also, in dem Moment, wo wir eins haben, müssten wir uns darum kümmern, was drinsteht. Und das müssten wir sozusagen zuschleifen, bis wir zufrieden sind. Und das ist also schon die Falle. Und von daher finde ich also, wir sollten mit einer jetzt schon vorhandenen schon vorhandenen zweiten Manifest vielleicht schon mal weiter bodenfest stampfen. Wer ist das denn jetzt? iPhone? Andreas. Ja? Zwei. Mir fehlt. Zwei ist. Also Michael, du hattest auch. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Matze. Hey. Oh, schön. Der hört, glaube ich, noch nichts. Der guckt noch ganz gut. Das ist auch noch vom LEM-Festival, praktisch jetzt so ein Nachzügler, ne? Das mit der KI da vom Merzmensch. Weiß ich nicht, ich war ja da nicht bei. Mir ist es im Stanislav LEM-Festival bekannt, da ist nochmal vorgestellt und hat dann gleich mit diesen Kapitelnamen und diese Worte aufgegriffen und hat das dann eingegeben in dieses GPT 1, 2, 3, ich weiß nicht, welches das ist, also es ist ja KI, künstliche oder artifizielle Intelligenz, und hat das da ausdrucken lassen und hat das dann getwittert und hat das als ersten Versuch getwittert. Und vielleicht kommt ja jetzt noch ein zweiter Versuch. Wer weiß. Und Michael, du hattest mir was gezeigt, beiläufig, in einem unserer Zoom aneinander vorbeiflüge, so. Und könnt ihr das auch vorlesen? So, das, was die Birgit, die hat das schon bearbeitet. Aha, aber irgendwie, wir haben aber sozusagen schon. Ja, zwei. Das kannst du ja generieren wie sonst was. Bis zum Abend. Ja. Ich mag ja eigentlich gar keine Poesie. Ne? Für mich klingt das alles gleich. Für mich ist das alles Gleiches so. Ich sitze dann still und höre zu, ja, kann man jetzt mal was anderes machen.
Weil ich finde es total gut, du rauchst, ne? Und du sprichst trotzdem, ne? Also ja. Gleichzeitig. Ja. Was haben wir denn da schon wieder? Phänomenal, das finde ich phänomenal. Hm. Hört man mich eigentlich? Ja, endlich. Ah. Ja, ja, die ganze Zeit. Ich habe die Zeit hier zugehört und aber ich nehme nichts. Nur mal so der Technik halber. Ja, Mensch, aber wenn man davon ganz viele, ganz lange, dann kann man ja mal 24-Stunden-Lesung machen. KI-Geschichten. Genau. Und dann kann man das anfangen, langsam zu schleifen. Mhm. Auf 12 Stunden runter erstmal. Wenn man gerade so eine Lecture-Performance von Günther vor, von einer KI vorgefertigt. Ich glaube, der würde völlig aus dem Konzept kommen, oder? Günther. Was? Meinst du mich? Ja. Wieso? Weil du sprichst doch frei, oder nicht? Also du hast doch nie bei so einer Performance sprichst du immer frei, ne? Ja, genau. Ja. Hm? Ich wollte ja auch lesen. Und zwar ist das nicht von mir, sondern das ist mir zugespielt worden von Michael Wald. Also Manifest Art Talk ist ein polyvalentes, portables, quelloffenes Software-Tool für die künstlerische Forschung mit Hilfe eines Online-Netzwerks von Menschen, das mehrere Abstraktionsebenen abdecken kann. Es macht sich die kollektive Intelligenz zunutze, die online in Form von fachspezifischen Wissensdatenbanken und maschinellen Stammesnetzwerken verfügbar ist. Das Projekt fragt nach synergetischen Beziehungen zwischen Informationstechnologien und dem tätigen Leben. Der Kontext Kunst und Künstler bringen gemeinsame Werte und Überzeugungen in ein zeitgenössisches Verständnis von Kunst ein. Der Kontext befasst sich mit der Kohärenz von Kunstwerken, der Fähigkeit, Vielfalt zu organisieren und den Widersprüchen innerhalb dieser gemeinsamen Werte und Überzeugungen. Merkmal: Das Hinzufügen neuer Informationen zu einem bereits bestehenden Kontext schafft sowohl Spannungen als auch Chancen. Ein neues Werk lässt sich nicht einfach in einen bestehenden Kontext einfügen. Es erfordert eine Neuordnung der Ideen und ein Verständnis dafür, wie es sich in eine soziale Erzählung einfügt. Eine Erzählung, die meist vom Künstler bestimmt wird. Die bildende Kunst lebt seit jeher von der Wechselwirkung zwischen Stadt und Land. Die jüngsten städtischen Veränderungen haben diese Dynamik jedoch verändert und neue Möglichkeiten für die künstlerische Erneuerung geschaffen. Diese Publikation erforscht Prozesse der Anpassung, Zusammenarbeit und Erfindung in der zeitgenössischen Kunstpraxis in Los Angeles. Das Konzept wird von drei in Los Angeles ansässigen Kuratoren erörtert, die jeweils sehr unterschiedliche Praktiken verfolgen, aber ein gemeinsames Interesse daran haben, die Stadt als Motor der Kreativität zu betrachten. So, das wäre sozusagen zwei. Vielleicht schaffen wir es mal, so viele Versionen oder Varianten KI-geschwängerter Manifeste zu haben, dass wir mal eine ganze Sendung nur mit vorlesen von Manifesten, damit also jeder weiß, was wir sind. Ja, aber man könnte auch noch jetzt gut diese älteren Manifeste dazu nehmen. Also zum Beispiel untermischen. Wie sicher, da muss ich mal fragen, wie sicher ist denn das, dass es als Manifest gemeint war und nicht als Beschreibung einer Software, die wir verwenden sollen? Ja, jetzt kommen wir ja natürlich in die intimen Problematiken, ne? Das ist ja so. Wie haben die das denn früher gemacht? Wissen denn? Um 1910, 20, 30, als die vielen Manifeste kamen. Wie haben die das denn? Wie haben die denn diese Manifeste geschrieben und ausgerufen? Ohne künstliche Intelligenz, nur mit künstlerischer. Oh. Genau. Oh. Also. Meine Güte. So ideologisch geschwängert. Ja, vielleicht das Futuristische. Ist Arik da? Arik hat, glaube ich, ziemlich viel Ahnung vom Futuristischen, oder? André? Er hat sein Mikrofon abgestellt und die kam. Ach ja, der Mikrofon. Das ist jetzt verbannt. Ja. Ja, die Birgit hat hier in den Chat ja geschrieben,
Wird der Kunsttalk zu lang, bist du zu kurz? Also? Für mich auch nicht schlecht. Die Birgit hat ja gefragt, wie die Leute das vor 200 Jahren oder so gemacht haben. Da fällt mir eigentlich... fällt mir nur das futuristische Manifest ein von 1900, ja, schlag mich tot, 15 oder 14. Aber die waren ja auch ein bisschen extrem drauf und haben das auch bewusst so ein bisschen provokanter geschrieben. Umso älter und reifer sie wurden, haben sie sich dann davon entfernt, weil sie dann ja eingesehen haben, dass die ein bisschen heftig drauf waren. Die Frage, die sich, glaube ich, da stellt, ist ja überhaupt die, das Manifest, die Birgit gestellt hat, ist ja die, dass Manifeste in einer bestimmten Zeit waren, eben vor 100 Jahren. Und dort eine soziale Notwendigkeit war in der Kommunikation. Die Frage ist, ob heute überhaupt die notwendig ist, weil wir ja so, das alles, was die Schwellen da waren, um irgendetwas eintreten zu können, vom Bilderrahmen, Sockel und so weiter, auch von der Vorstellung, von Einführungen und so weiter, die breit angelegten Einführungen, die es gibt, bevor irgendjemand reden kann oder was tun kann. Das ist ja, das Manifest ist ja, gehört ja zu dieser Art von Sprechform dazu. Und wir haben ja diese ganzen Formen der Schwellen abgelegt. Und von daher braucht man ja kein Manifest. Man kann einfach sagen, was man sagt oder darstellen, was man darstellt. Das sehe ich ähnlich, weil es ja einen permanenten Diskurs gibt darüber, was jetzt Manifeste sind oder ob man das braucht und was Kunst ist und was Kunst nicht ist. Und es gibt ein bestimmtes, ja, eine Vorbedingung von dem, was wir Kunst nennen, unserer Gesellschaft. Insofern, und wir führen die Diskussion in so einer Art, dass es schon obsolet geworden ist, solche Fragen zu stellen, auf komische Art und Weise. Von daher finde ich das ja witzig, das outzusourcen an die Maschinerie, sozusagen einer KI zum Beispiel, in die an Algorithmen, wie auch immer sie bestimmt sein mögen, und im Grunde in so einer Flut von Manifestationen unterzugehen. Ja, das Ding ist dann haben wir nur noch Variablen, die wir da einsetzen, und diese Maschine sprudelt da irgendwas raus und wir interpretieren da irgendeine Sinnhaftigkeit hinein. So, ja, weiß nicht. Ich finde das interessant, dass die KI-Manifeste dennoch so stimmig sind. Das ist ja so ähnlich wie so ein Horoskop. Genau, ja, Orakel. Genau. Und ich finde es noch auch spannend, wenn man also an die Geschichte outsourced, dass man also sozusagen die Manifeste vergangener Zeiten also so betrachtet, als wären sie von fremden KIs geschrieben und entsprechend neben die Algorithmen zu stellen, in dem Bewusstsein, dass die Algorithmen eigentlich auch nur Geschichtsphrasen sind oder wiedergeben, nur eben gebrochen. Ja, in dem Kontext wäre spannend. Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, einen Kunstgenerator damit beschäftigt. Da hat man einen Part und da als Input, und da tut man Millionen von Bildern rein, Abermillionen von Bildern. Da hat man einen anderen Part, der sortiert die Bilder quasi aus. Der sagt, nee, das ist blöd, oh, das ist gut. Sodass wir dann irgendwie ein Bild zusammengesetzt kriegen, ganz pauschal gesagt. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir da jetzt ganz viele Manifeste reintun und der andere Part dann die
Bruchsatzstücke des Manifests herausnimmt und neu zusammenbaut. Was darüber rauskommt, wenn wir zum Beispiel das, was wir nicht sind, da als notwendige Bedingung oder wie das heißt, voraussetzen. 49. Deutsche Corona-Politik. Ja, also der Witz ist, dass man dann eben doch da landet, was die Gegenwart gerade macht. Und als eben genau dieses scheckige, diese, wenn man es kartieren würde, diese scheckige Karte oder dieses scheckig unübersichtliche, was also uns jeden Tag entgegenkommt. Und ob der Unterschied letztendlich so groß ist. Also ob das nicht, also ob die Realität nicht den besseren Realismus über uns schwappen lässt, als sozusagen die KI. Die KI ist sozusagen immer noch zu langsam, um sagen wir, wirkliche echte Science Fiction aus dem Alltag zu filtern, zum Beispiel. Es ist eigentlich nur ein Erkenntnisinstrument. Ein weiteres Erkenntnisinstrument. Ja, und zwar eins, was wir schon selber jeden Tag überbieten. So, also es gibt ja diesen, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, diesen Philosophen, der so eine Kombinatorikmaschine im Barock konstruiert hat, nicht? Die also im Grunde versucht, alle Möglichkeiten einer bestimmten Eingabe logisch oder systematisch aufzuzählen und bewusst zu machen oder hervorzubringen. So. Und insofern Erkenntnismaschine, als sie also sozusagen einen Möglichkeitsraum vielleicht etwas genauer oder etwas weiter uns zuführt, als wir es spontan machen würden, wobei bei uns ja eben schon wirksame Filter dafür sorgen, dass sozusagen eine für uns sinnvolle Auswahl entstanden ist. Nicht? Bei uns ist die Auswahl in der KI dann eben nicht oder so. Also ich bin nicht so sicher darüber. Okay, Entschuldigung, Birgit. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gehört habe, aber du hast gesagt, so, dass die Künstler, also so habe ich es aufgefasst, das doch in ganzheitlicher und realitätsnäher auffassen können als die KI. Da wollte ich eigentlich einhaken, weil ich glaube, weil du hast dann auch so argumentiert, dass sie zu langsam sei, um wirklich was Neues zu erbringen. Ich finde, die ist sehr, sehr schnell, extrem schnell. Die kann extrem schnell Dinge kombinieren. Ja. Also ich könnte jetzt nicht so schnell so einen Text schreiben, wie dieses kleine Manifest, was ich vorgelesen habe, über die Kapitelnamen und über diese Zeitströme und all das. Also ich fand das schon, ich hätte das so schnell so nicht schreiben können. Also wenn du dich in so einen Modus versetzt, einer automatischen Schreib- oder Schrift- oder Sprachsituation, nicht, dann glaubt man gar nicht, wie schnell man also Dinge kommen lassen kann, nicht so, dass das also es kann wasserfallähnlich kommen und reaktiviert alles, was du sozusagen intuitiv mit dieser speziellen Aufgabe verbindest. Ja, natürlich kann man schnell automatisch schreiben, aber ich bezweifle, dass das menschliche automatische Schreiben schneller ist als das maschinelle Schreiben. Das bezweifle ich. Ja, ich glaube, es geht um diese Kränkung, dass eben diese künstliche Intelligenz oder dass es eine Maschine gibt oder ein System gibt oder ein Programm gibt, das ist so eine subtile Kränkung, dass eben einfach schneller ist, dass einfach mit dem, womit es gefüttert wird, was sehr Kreatives daraus macht und das sehr, sehr schnell und sehr einfach. Ja, das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, okay, es kann halt rechnen. Das ist das Einzige, was es so kann, rechnen, ja, und rechnend lernen. So.
Ich habe meine ganzen Logikaufgaben einfach in so einen Generator reingepackt und der hat meine Hausaufgaben gemacht. So. Weil warum soll ich das machen? Das kann ja auch ein Computer. Dafür sind die halt da. Und wenn der jetzt halt irgendwelche vermeintlich kreativen Aussagen herausspuckt, heißt das ja nicht, dass die gleichzeitig auch sinnbehaftet sind. Weil das kann er ja nicht. Er kann ja, im weitesten kann Sinne was herausinterpretieren, aber ich würde sagen, es kann halt nicht das, was in unserem Kopf stattfindet. Da ist ja schon ein Unterschied. Was, wenn du da irgendwo in einen Generator was eingibst, kommt halt ein Ergebnis raus. So. Aber so funktionieren wir ja nicht. Ne? Also. Aber wo Birgit vielleicht recht hätte, wenn man also vom Erkenntnisinstrument zum Produktionsinstrument kommt. Nicht? Das heißt also, dieses Moment, aha, das also ist jetzt ausgebreitet und jetzt habe ich einen Entscheidungsraum, der also sich auf einen Möglichkeitsraum ausrichtet, sondern direkt, ne, direkt würde aus dem, was das KI so ausbrütet, nicht? Also direkt würde das in Machen übergehen. Nicht? Das heißt also, wir würden ununterbrochen überrascht, dass mit dem, was wir so aus der, ja, genau wie jetzt, wir wären total überrascht, wobei, ich habe es ja ein paar Mal schon gesehen, aber wir wären überrascht. Ja, Christoph, was ist das? Ich weiß was. Ja, ich weiß auch was. Ja, genau. Also, im Moment, wenn ich mir die Diskussion angucke, habe ich den Eindruck, es geht so ein bisschen um Interpretation über Interpretation. So, und da ist ja dann die Frage, so die Maschine interpretiert ja auch. So, und wir interpretieren jetzt das, was die Maschine interpretiert. Aber natürlich genau. Nicht in dem Kontext, in dem das jetzt die Maschine interpretiert. Ich sag mal, im heutigen Stand, so wie Maschinen heute sind, spreche ich dem erstmal ein Bewusstsein ab. Das heißt, eine Bewertung dessen, was da rauskommt, existiert gar nicht. Das ist ungefähr so, als ob man dann so verschiedene Satzteile, so eine Satzteilmaschine baut, so verschiedene Satzteile aneinander schichtet und dann nachher guckt, so was kommt da raus, ergibt das jetzt einen Sinn oder ergibt das keinen Sinn? Da gibt es ja dieses Bullshit-Bingo und diese Bullshit-Maschinen, wo dann nachher irgendwas rauskommt und wir interpretieren dann irgendeinen Sinn hinein. Also von daher, also dieser erste KI-Text, der vorhin vorgelesen wurde, den fand ich sehr schön und inspirierend, war auch schwer, da mitzukommen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann immer eine individuelle Interpretation, so wie sehe ich das. So, und wenn man jetzt auf der anderen Seite ein Manifest schreibt, und dann ist da natürlich auch Interpretation dahinter. Also wenn jetzt ein Mensch ein Manifest schreibt, dann sind ja diejenigen, die sich das anhören, interpretieren das ja natürlich auch. Und die kommen dann genau. Auch zu dem, was für die jetzt interessant scheint. Das ist die Paradoxie da drin, ne? Die Widersprüche ja. In den Aussagen. So, und diese Manifeste vor 100 Jahren, ich weiß jetzt nicht, was das für welche sind, wo die vielleicht so ein bisschen überzogen haben, wie da vorhin so der Gesprächstenor war, die das heute jetzt nicht mehr so provokativ vielleicht schreiben würden, weiß ich nicht. Ich stelle mir so die Frage, ist das immer so eine Frage des Alters? Also wenn ich jung bin, dann bin ich sehr provokativ. Wenn ich alt bin, dann bin ich mehr so gesetzt. Keine Ahnung. Ich kann nicht mehr provokativ. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das geht irgendwann, bist du wieder so nicht provokativ, grantig dann irgendwann. Ne? Grantig. Ja, auch so wieder dann. Aber ich glaube, ja, aber so ein ganz bisschen, was wir hier ja gehört haben, mir ist so der Begriff gekommen, so ein bisschen virtuell oder sag ich mal kontrolliertes Bleigießen, ne? Das mit den, was die Maschine da geliefert hat. Man hat halt, dass wir halt natürlich dazu neigen, mit der eine große Interpretation ansetzen zu können. Und deswegen mit dem kontrollierten Bleigießen im Sinne von, das können wir natürlich bei allen möglichen Krams machen. Da hast du bei Synthesizern auch so eine Random-Funktion zum Beispiel. Ne? Aber dahinter stecken ja letztendlich auch irgendwelche Pattern. Und ja auch so. Wahrscheinlich ziemlich gute teilweise auch, ne? Im Sinne von, also. Die sind
trainiert im Sinne von, sie haben schon viele gute Texte gesehen, verinnerlicht, so im Sinne von Lernen dieser KIs, dass sie halt einfach Grundmuster lernen. Nur ist, wäre das Mensch nicht da, der würde bestimmt was zu sagen, würde bestimmt was zu sagen können. Das, Phrasen, das sind Phrasen. Also die Wahrscheinlichkeit, ja, wann folgt ein, auf ein Wort das genau nächste Wort. Das ist, ne, das so Prinzip. Was, Birgit, was jetzt die, was mich ein bisschen gewundert hat, ist jetzt diese Wiederholungen, die da gleich ganz zu Anfang waren, wie, wo sowas denn herkommt. Aber wenn diese Maschine halt mit Hunderten von Gedichten oder was ich was gefüttert worden ist, die solche Mittel dann anwenden, der Wiederholung, dann kommt das natürlich auch mal auf so eine Idee. Ja, exakt. Aber kann's ja, da kann ja noch eine kleine Fehlerquelle sein. Da war ja auch noch der Leser, der das gelesen hat. Ja, ich würde genau halt die Zufallhaftigkeit, ich würde halt die Zufallhaftigkeit von unserer Fantasie zum Beispiel trennen. Vielleicht könnte man nochmal noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen mit der Frage der Manifeste. Was ist denn überhaupt so ein Manifest gewesen? Welchen Grund hat denn der? Hat der nur den Grund, ein Manifest zu machen? Ideologie. Nein, eben nicht. Es hatte den Grund gehabt, das futuristische Manifest war, dass diese Künstler erlebt haben, dass in der Welt etwas passiert, etwas passiert wie Geschwindigkeit, wie die Maschine, die selbstständig wird, die ein eigenes Organ bildet, die eine eigene Welt bildet, die eine Faszination hat in ihrer Geschwindigkeit und die so weit geht, dass man fasziniert sogar ist und sagt, der Krieg ist das größte Kunstwerk. Das heißt, was war dieses futuristische Manifest, das ja auch als faschistisches Manifest bezeichnet werden könnte, war ja sozusagen etwas wahrnehmen in der Welt und feststellen, dass da Aufgabe für den Künstler da ist, die er jetzt sozusagen, das ist so wie ein Projekt, das er beschreibt, wo er nur mal einen Titel hat oder was anspricht, was für ihn, auf ihn dann wieder zukommen kann und aus dem er wieder als Energiequelle arbeiten kann, weil er das jetzt als Aufgabe in der Welt so sieht. Und die der KI, der kann ja nur sozusagen diese Strukturen nachmachen, diese Gestik irgendwie nachmachen, aber er kann ja sozusagen gar nicht feststellen, die Quellen, die er bräuchte, da müsste man den ganz anders konstruieren, die müsste die Quellen brauchen, sagen, was ist denn heute, was sind denn heute die Fragen, Ökologie und so weiter, Umweltfrage, was würde er daraus für ein Manifest machen? Dann könnte man sozusagen mit den Fragen, die heute da sind, füttern und nicht mit den alten Manifesten, die ja ganz andere Sozialsituationen zutreffen, sondern müsste man ihn füttern mit den Fragen, die heute da sind und ihm probieren, daraus ein Manifest machen und ihm nur sozusagen die Sprache lernen, die man dafür bräuchte oder nicht. Und dann wäre es überhaupt erst interessant, als wie wenn er sozusagen etwas nachbaut, was 1911 oder 1928, 33 interessant war, aber heute so als Geschichte dasteht oder sozusagen als Sozialerinnerung dasteht. Es geht ja, die Ausformulierung ist die, dass es bei einem Manifest ja um eine Aufgabe geht, die man sich stellt, die man dann formuliert. Ja. Ich würde das sozusagen als so eine Art Meta, als ein Meta-Algorithmus sehen. Das heißt also, das Manifest selber, nicht, also ist algorithmisch, als Aufgabenstellung, als ein Programm, was dann also nachzuvollziehen ist, aber auf einer höheren, mehr Freiheitsgrade insinuierenden Ebene. So dass also die im Grunde kann man sagen, die Futuristen bringen das in die Welt, um zu sagen, Manifeste, Zielrichtung, marschiert los, macht alle so. Und das finde ich also sehr spannend, so als sozusagen, dass man manifeste Programmatiken sind, die auf Realisierungen drängen. Und seien es nur künstlerische, aber eigentlich ja darüber hinaus. Aber was also das kommunistische denn, Manifest zum Beispiel. Was ist denn, wenn dieses Programm zum Beispiel in der Lage wäre, zu unterscheiden, dass eine solche Operation eines Manifests in unserer Zeit vollkommen überflüssig ist? Und daraus folgert Quatsch. Versteht ihr, was ich meine? Dann, ja. Vielleicht ist das Ergebnis schon das. Ja, hat man was gelernt. Ich glaube auch, dass
es auch in einer anderen Sprache dann rauskäme, nicht unbedingt in Textform. Der Algorithmus sagt dann, also Leute, ihr spinnt, ich ziehe mich jetzt in die Bibliothek von Babel zurück. Aber ging es auch darum, die bei den Manifesten etwas öffentlich zu machen, etwas kundzutun, wie eine Handlungsanleitung auch zu geben für bestimmte Gruppierungen und das eben ja damit an die Öffentlichkeit zu treten? Es geht ja um dieses So what, was mache ich jetzt damit? Was wollen die überhaupt? Was soll der ganze Kram? So, und um jetzt nochmal um nochmal zurückzukommen hier auf hier vorhin, ich hatte das jetzt so verstanden, wenn man jetzt nicht aus der Vergangenheit schöpfen will, also so einem futuristischen Manifest, das schon besteht, oder aus den Dingen, die schon bestehen, und müsste und wollte jetzt so einer KI vorgeben, hier, womit beschäftigst du dich denn jetzt? Dann müsste das aus meiner Sicht zunächst mal, ja, muss ich erstmal ein System festlegen. Das heißt, ich muss erstmal sagen, so, womit beschäftigst du dich? Das heißt, Systemgrenzen, Systemelemente, Prozesse, was alles dazugehört, Anforderungen, Interpretationen dazu, wie misst man das Ganze, wie bemisst man das und wie wird das Ganze gesteuert? Das heißt, letzten Endes ist das ja auch wieder, jedes System ist ein Regelkreis. Ob das jetzt ein offenes System ist, ein geschlossenes System ist, irgendwo gibt es Regler, Einflussfaktoren, die sich auswirken. Und, das sagst du so leichtfertig. Ja, das ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ja, ich habe mich lange Jahre damit auseinandergesetzt, wie Systeme funktionieren, wie man die analysiert, wie man die sich anguckt und vor allen Dingen, wie man dafür sorgt, dass sie nachher funktionieren, hoffentlich. Auf jeden Fall kannst du eine KI wunderbar benutzen, um was über Systeme generieren zu lassen. Ja, so und das und das wäre der Maschine liest. Ne? Also das wäre ja genau der Ansatzpunkt, dass ich dann über verschiedene Algorithmen, Algorithmen sind ja immer Fragen. Ja? Und ich denke, hier so eine Maschine, so eine KI stellt ja immer Fragen. So eben mal kurz mal hier ausgebüxt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich dann hier so ein Hall irgendwann selbst Fragen stellt, sich selbst in Frage stellt. Sowas kann ja durchaus passieren. Das heißt, also eine Maschine stellt immer Fragen und diese Grenzen, in denen sich die Fragen bewegen, was er für die Antworten. Frage. Wir haben doch eben gesagt, dass eine Maschine rechnet und ich kriege da den Link hin. Was ist denn zwischen, man kann, also Fragen stellen ist für mich was vollkommen anderes als rechnen. Ja, Rechnen sind Fragen. Rechnungen sind Fragen. Ist das Aufgaben müssen wir sagen eigentlich. Das sind Aufgaben, so. Aber es sind keine Fragen in meinem Sinne. Doch, es sind immer Fragen. Ist das größer als irgendwas? Kleiner, größer? Geht das in uns ins Unendliche? Weiß der Kuckuck was? So, und es werden dann in den Programmen werden Flex gesetzt, wo dann nachher das Programm, das heißt letztendlich die KI weiß, da gehst du, wenn das passiert, dann gehst du da lang, wenn das passiert, gehst du da lang. Das sind so die Regelwerke in der Programmierung, um dann nachher zu wissen, was kommt dann nachher am Ende raus, funktioniert das denn? Eigentlich nur 0 und 1, die Frage, ob der 0 oder 1. Ne? Das ist dann nachher die Reduzierung auf das Minimum, aber um jetzt mit der Maschine zu kommunizieren, brauche ich eine Maschinensprache. Das heißt, am besten kommuniziere ich mit der Maschine in der ihr eigenen Sprache. Das sind dann oben drüber gelegt, sind das Programmiersprachen. Heute sind das grafische Elemente, mit denen man da arbeiten kann. Aber dahinter stecken immer Algorithmen, Rechnungen und letzten Endes Fragen, die sich die Maschine permanent stellt. Bin ich denn auf einem bestimmten Level? Läuft das denn in die richtige Richtung? ISO-OSI-Referenzmodell. Aber mittlerweile gibt es sogar einen 8. Layer schon. Da wird es doch mehr geben, nicht wahr? Ich darf jetzt noch einmal kurz. Ich darf noch mal kurz da eingreifen oder nicht eingreifen, sondern nur die andere Ebene noch mal reingeben. Manifeste sind entstanden in der Zeit, wo Parteien entstanden sind. Das ist ganz parallel sozusagen mit dem, wie da genannt worden ist, kommunistische Manifest. Das heißt, wo Gruppierungen von Menschen der Auffassung waren, sie müssen etwas formulieren und etwas erfassen, mit dem sie andere Menschen ansprechen können, die ihnen dann folgen, die sagen, das ist das Richtige, das ist die Zukunft, das ist ein soziales Programm, das zutreffend ist.
Das ist der Ursprung der Manifeste. Ist eigentlich das Parteiprogramm, sind diese Parteimanifeste gewesen. Wenn wir uns heute anschauen, wenn man fragen will, was heute ein Manifest ist, muss man fragen, wie heute der Zusammenhang ist. So mache ich fertig noch. Also so lass dich nicht ablenken. Das ein Kind hat immer die erste Priorität Aufmerksamkeit. Yes, genau. Die beste. Da, was beste Kind. Der Zusammenhang zwischen heute, zwischen dem, wie Funktionäre arbeiten, Parteiprogramme arbeiten, wie Werbung arbeitet bei Wahlen, wie die zusammenarbeiten mit dem Journalismus. Das heißt, wann wird der Thema nicht genommen, wann wird es weggedrängt, wie werden Themen fokussiert und so weiter. Das ist eigentlich das, wenn man anschauen will, wie heute ein Manifest anschaut, muss man eigentlich anschauen, wie die Wirklichkeit gestaltet wird in dem Verhältnis von Politik, Funktionäre und Presse. Das ist der Bereich, den müsste man eingeben in KI, sozusagen diese ganzen Hinterzimmererfahrungen. Und diese ganzen Hintergrunderfahrungen, wo 300-400 bei uns, wie der neue Kanzler Kurz gewählt worden ist, hat er gleich den Presse aufgestockt auf ein paar hundert Leute im Hintergrund, die arbeiten, die ihm sozusagen seine Programme machen, wie die Meinungen und das Volk kommen sollten. Das heißt, das ist eigentlich der Hintergrund, der heute für Manifeste Das heißt also, der Spin-Doktor ist sozusagen der Manifestator im Hintergrund. Der Beste, aber das wäre ja gut. Ganze Team. Ja, aber das ist genau. Das ist ja dann der Fall, wenn es sozusagen jetzt hier, sag ich mal, ein populäres Manifest im Sinne von in die Zeit passende oder so, ne, bisschen Manifest werden soll, das jetzt auch. Aber das, was hier jetzt ja, glaube ich, Merzmensch, wenn das überhaupt mit der Intention gemacht wurde, ein Manifest zu erstellen, dann hat er doch das wahrscheinlich, Andreas, du musst mir widersprechen, gemacht, diesen Text, um ihn hier für den Kunsttalk zu machen, oder? Ja, er ist ein Manifest des Kunsttalks. Das heißt also, wir haben das im Grunde durch sein Angebot, er hat uns angeboten, das outzusourcen. Und er hat das also seinen Maschinen übergeben und hat dann ein Manifest schreiben lassen. So, und wenn wir jetzt, kurz noch einen Gedanken habe ich noch, so wenn wir jetzt wollten, dass wir vielleicht eine Mischung kriegen im Sinne von, mal gucken, welche Assoziationen sich da herauskitzeln lassen, dass wir dann das Merzmensch fragen, ob er nicht dieses futuristische Manifest mit reinkippt in seine KI als Rahmen plus 50 Artikel von der Webseite des ORF zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann gucken, welche Muster das Ding da rauswirft. Ah ja, okay. Das, also gehe ich davon aus, dass es geht und dass man das auch, je nachdem, wie viel Text da ringsrum ist, dass man das dann wirklich wiedererkennt. Das ist aber sozusagen, das wäre jetzt so die ersten Folgen im Kunsttalk, wäre so, wir versuchen mal ein Manifest uns formulieren zu lassen, mit einem Rahmen, den wir hier setzen. Das kann eine Aufgabe sein. Also ich fände noch einen anderen Kraftschluss hochinteressant, wenn wir mal die Wissenschaft als die Orakelleser der Realität ansehen und die destillieren im Augenblick aus dem, was ihnen als real zugänglich ist, eben so eine Klimakatastrophe. Ne? Mhm. So, und wir stehen jetzt vor dieser sich langsam immer breiter einschleichenden Erkenntnis, nicht? Also inzwischen schleicht das ja nicht mehr, sondern hämmert, aber es ist eben sozusagen das, was die Wissenschaft sozusagen nicht ausdenkt, sondern sich aus der Realität Vorsicht. Destilliert, ne? Ja, Vorsicht, ja, genau. Deswegen, auf YouTube gleich gesperrt. Genau, also irgendwie das erinnert mich an Kopernikus und die Kirche. Nicht? Also er durfte sich nur nicht festlegen. Also er durfte alles denken, ne? So, aber in dem Moment, wo er gesagt hat, das ist so, ne? Und nichts anderes, nicht, da haben die gesagt, nee, das können wir nicht mehr dulden. Nicht? Wir brauchen Pluralität. Und sie dreht sich doch. Ja, aber das ist ihm ja unter. Ja, genau. Also in dem Sinne, nicht in dem Moment, wo er gesagt hat, es ist so
und ihr könnt mich dafür verbrennen und was nicht, es ist so, nicht? In dem Moment kommt er ja im Grunde in so wie am heretischen Glaubenssatz die absolute Behauptung und das haben die dann nicht mehr haben wollen. Und von daher ist das aus dem Grunde ist es ein Pluralismusproblem. Aber davon mal ab, also ich will ja jetzt nur sagen, wir haben jetzt sozusagen die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen, wenn man das jetzt sozusagen noch auf irgendeine Weise mit reinbauen könnte, dann hätten wir, so wie die soziale Frage zu Marxens Zeit, wo sich also das marxistische Manifest mit auseinandersetzt oder einwirken will, hätten wir dann auch noch so eine Qualität mit drin, nicht? Weil das ja so also im Augenblick zu einer der großen Quellcode-Knacksen der Realität im Augenblick gehört. Genau. Was ist das dann so ein Intersubjektivitätsvermutungs? Nee, ich habe eigentlich nur den Matze weitergeführt, indem ich sozusagen Vergangenheit, das kommunistische Manifest, dann also Medienwelt und dann sozusagen den wissenschaftlichen Diskurs an dieser Stelle. Es gibt da natürlich vieles andere, aber nur sozusagen so probehalber könnte man das auch noch verkoppeln. Dabei hatte ich dann einen kleinen Schlenker gemacht in die sozusagen das Ganze etwas fantastischer kippen zu lassen oder so. Aber was der Christoph meinte, da ist, glaube ich, das so auch Ende des Autors, was weiß ich. Der Rezipient muss das selber umsetzen und deshalb haben auch alle Marx falsch verstanden und so. Also du kannst schreiben, was du willst. Deshalb meine ich, für mich ist das eigentlich wurscht, wer da was schreibt. Ja, das ist dann sozusagen die KI, wird sofort Praxis. Was der andere draus macht, das ist halt so ein Spiel zwischen den beiden. Also wir alle ziehen jetzt unsere Schlüsse und machen drauf los. Ja, das ist intersubjektiv. Das ist ja fast diese Situation jetzt, ne? Also vielleicht. Das ist ja jetzt, aber Moment einmal, wenn es ein Manifest ist, ist ja nicht das Spiel. Ich meine, man könnte so weitermachen wie ein Spiel. Wie können wir denn ein Spiel weitermachen, das interessant ist mit den richtigen Regeln dazu, dass das Spielmanifest dann ist. So geht es ja nicht da. Beziehungsweise so kann man es auch machen, aber dann ist es kein Manifest, weil ein Manifest hat ja sozusagen den Anspruch, etwas zu sagen und etwas zu bewirken, in der Welt zu bewirken. Das heißt, wenn du sagst, dass man müsste dann den Spin-Doktor nehmen, dann müsste man aber eigentlich den Anti-Spin-Doktor nehmen. Das heißt, man müsste den Spin-Doktor nehmen und ihn daraufhin durchleuchten können, wieso er gerade das nach vorne schiebt und wieso er das nicht nach vorne schiebt. Ja. Erst wenn wir wüssten, wieso Dinge nach vorne geschoben werden und wieso andere ausgegrenzt werden, dann wird es interessant werden, weil dann kommt die Wirklichkeit rein. Da kommt das rein, was verdrängt wird, was sozusagen ausgeschieden wird, weil die Leute zu dumm dazu sind, weil sie bevormundet werden müssen, weil wir ja als Journalisten und als Politiker ja für sie sprechen müssen und sie gar nicht verstehen können und wie das für sie vereinfachen müssen. Das heißt, wir müssten sozusagen das nach vorne kehren, was von dem Spin-Doktor, von der Politik, von den Funktionären zurückgedrängt wird. Und dann könnte man, und wenn da natürlich eine KI dabei helfen könnte, das besser zu machen, wäre das ja gut. Das ist ja nicht so, dass KI die Lösung ist, sondern die ist nur die Lösung, wenn sie die richtige Lösung, wenn wir auch wissen, was wir für eine Lösung haben wollen. Sonst würde die natürlich Vorschläge machen und wir assoziieren und sagen, ja, da liegt was dran. Aber in irgendeiner Form muss ja sozusagen eine, wie der Kostanowski gesagt hat, eine Sorge da sein. Man muss ja wie sagen, man besorgt irgendetwas. Man hat da Sorge um etwas. Man sieht ein Phänomen, man sieht, dass uns die Menschen nur bevormunden, dass die politischen Strukturen uns bevormunden. Und das Manifest sollte dafür da sein, da etwas aufzudecken oder deutlich zu machen. Ach, ich habe die, was ich jetzt mir angeguckt habe, wie das benutzt wird schon heute scheinbar, ist einfach, wenn jemand eine Schreibblockade zum Beispiel hat oder wenn einfach so Anregungen für irgendeinen blöden Blogpost braucht oder so, ne? Um einfach mal so ins Rennen zu kommen und da schon was zu haben, was so nach ein paar Stichworten schon ganze Sätze rausspuckt und dann tun die das umbauen und das einfach wie so ein Generieren von Ideen und die werden dann aber redigiert raus, was ich. Ja, aber... Das ist doch alt, das ist doch also Michelangelo mit seinen Flecken, Wasserflecken an der Wand, sagt, da generiert das
die Wand, diese Flecken, die generiert die genialsten Landschaften. Und oder in England war jemand, der mit Wolken das gemacht hat, nicht? Also das heißt also tatsächlich Zufallsstrukturen zu nutzen, um ja, Produktivität anzuheizen, sagen wir mal so. Nicht? Und nicht vergessen die Leber von vom Prometheus, nicht? Also um die er ja also Pfeil bietet der Welt, um dass die sich da sozusagen immer gegenwartsnah die neuesten Orakel draus holt, also Eingeweideschau und so. Nicht? Also es ist wirklich, das ist genau der Punkt, dass das tradiert sich also offenbar durch die Geschichte, also weiter und weiter. Und heute haben wir eben andere Zufallsproduzenten. Nicht? Also so würde ich das sehen. Also das ist klar. Also hast du als Künstler keine Ideen, ne? Frag den Zufall. Ist Birgit direkt hingegangen, hat den einen Text, den ich da generieren lassen habe, online, hat ja einfach so direkt zack, zack, zack. Da ist so, ne? Aber ja. Ja, hätte ich auch noch lernen können. Oh, wer ist das? Andreas. Ah, war Andreas jetzt weg, oder? Scheinbar rausgeflogen. Muss ah, ja, okay. Wieder da. Hallo, Andreas. Okay, Birgit war angesprochen. Dein Ton ist aus. Birgit, kein Ton. Der Ton ist aus. Wir gehen. Was soll ich denn sagen? Möchte ich gar nichts zu sagen. Willst gar nichts sagen? Gut, dann stelle ich eine Frage, die leicht zu beantworten ist. Das, was du hier getwittert hast, ist das Ding, ne? Was wir gehört haben, was du verlesen hast. Aber mit deinem Dazutun im Sinne von, ich sag's mal so, angehübscht. Richtig? Angehübscht? Nein, ich wollte es nicht hübsch machen. Naja, du hast es doch in Formulierung, dass es sich etwas wohlgeformter noch anhört, oder? Ich habe es einfach vorgelesen. So, in meinem Stil. Genau, in deinem Stil. Also es ist ja jetzt zum Beispiel dies, das vom Merzmensch, oder was? Nee, Matze, das vom Merzmensch. Und wir haben noch ein anderes, da gibt es auch so ein Google Docs. Das hatte ich mit der Birgit mal so durchgesprochen, hat sie dann praktisch die drei Vorschläge, hat sie dann nochmal umgeschrieben. Das ist ein anderes Dokument. Ja, weil ich habe, ja, das eine ist, was ich habe von Birgit gepostet vor einer Stunde. Ne? Achtung, Merzmensch, hier wird's, ne, kommt, wird heute vorgelesen. Ja. Das ist das. Und da ist ja diese Wiederholung, die du gemacht hast, sind ja nicht drin. Das hier nebenbei. Das Dokument habe ich auch nicht vorgelesen, das ist ja ein Google-Doc, sondern ich habe den Post vom Playground, der jetzt in Twitter ist, den habe ich auch aktuell nochmal gepostet, den habe ich vorgelesen. Ich habe das Original, den Ausschnitt aus diesem Playground, so wie der als Screenshot mir geschickt worden ist, von Merzmensch, den habe ich gelesen. Mhm, auf deine Art. Ja, und das hier, gut. Das ist... Das ist ja schon Manifestbedeutung. Die Betonung jetzt, ja, ja, das ist ja, ja schon mal. Das ist ja, klar. Guck, das, ja, weil wir hatten ja gerade, warum wird etwas nach vorne geholt, wurde hier vorhin gerade gesagt. Ja, kann und schon genau, mal das, vorlohnen. Das ist schon mal passiert jetzt. Ja, genau. Ein bisschen aufpassen, Leute. Richtig. Ja, nee, das sind einfach ganz viele verschiedene Facetten, würde ich sagen. Ne? Mhm. Wie gesagt, und wenn du alles mitdenkst, dann weißt du gar nicht mal, wo vorne und hinten ist. Und dann ist alles vielleicht nur noch Quatsch. Das hier habe ich gelesen, Playground. Ja. Ja, genau. Aber wenn ich das so sehe, glaube ich, ich habe ihn jetzt nochmal angeschrieben, Merzmensch, ob er mal vielleicht mit dazu, vielleicht tut er es auch, hier dazukommen, können wir das nochmal fragen, ob man das nicht auf Basis zusätzlicher Texte machen könnte, weil es kommt ja dann schnell raus, wenn man einfach nur, wenn man jetzt Spaß hatte, das hier weiter an der Stelle zu treiben, und dann hätte man vielleicht noch etwas, was auch aktuellen Bezug hat oder Bezug zu diesem alten, älteren Manifest, futurologisch, wenn man will. Auf jeden Fall hat ja Merzmensch auch für irgendwelche Bedingungen gesorgt, er persönlich. Ne? Da gehe ich von aus. Deswegen, ja, logisch. Das halt, ja. Und, du hast immer, irgendwo hat immer noch einer die Finger drin, und wenn es dann am Ende der Rezipient ist, der es dekodieren muss auf seine eigene Art. Und ja, man kann sogar Dinge, indem man Messinstrumente, die sich die digitalisierbare Daten ausspucken, an Pflanzen, Steine und sowas befestigt, kann man auch Dinge mit einbeziehen. Nicht? Also
so dass sie mitkodieren können. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, das anzureichern. So. Ach so, ich wollte nur ganz kurz sagen, das, was ich eben eingeblendet habe, das geht auf die Bemerkung von Filterraum. Der hatte also drei Absätze geschrieben und daraufhin hat BM, das war dann hier also in dem Text, also ich teile noch mal ganz kurz. Genau, das, was du vorgelesen hast. So, also ich hatte was vorgelesen, das ist dieses hier. Hm. Und Birgit hat offenbar, das habe ich ja nicht vorgelesen, auch genau. Noch mal eine Version drunter geschrieben. Genau. Darauf hattest du dich jetzt bezogen, von wegen, dass das noch mal ästhetisierender bearbeitet worden ist. Das war einfach so ein automatisch, ein paar Begriffe reingeschmissen, die habe ich mir geholt aus so einer alten Anwendung, die heißt Worte.at. Und die soll eigentlich so Buchdeckel für Bücher über Kunst generieren, war so die Idee damals. Ne? Und da hast du dann alle möglichen komplizierten Wörter, die du im normalen Sprachgebrauch auch gar nicht brauchst. Genau. Dann die zweite Version, und ich finde das ganz gut, dass dann sozusagen Varianten generieren, weil damit eben wir davor herkommen, jetzt also ernsthaft in die Tiefe gehen, zu diskutieren, wie wir das hier jetzt verändern müssen, damit es also passt auf den Kunsttalk und auf uns und so. Ne? Und wo wir doch die ganze Zeit versucht haben, davor herzukommen, das dann jetzt also auf diesen, durch das Outsourcen dann plötzlich doch zu tun, dann ist es also für mich spannender, es zu tun und gleichzeitig so zu unterlaufen. So, ich stoppe das jetzt wieder. Hm. Okay, genau. Ja, also bei diesem Text konnten wir ja jetzt fragen, ne, wie ist das zustande gekommen, wie ist der gemeint? Und bei dem anderen Ding werden wir immer vor der Aufgabe stehen. Und das war vorhin dieses, das ist immer irgendwie errechnet und der Rechner hat sich irgendwie Mühe gegeben. Es wird uns, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, dieser generierte Text, den mir jetzt Mensch geschickt hat, selbst die Intention des Rechners, der das gemacht hat, oder des Frameworks, wie auch immer das dann ist, wenn wir ihn dann fragen würden, was hast du denn bei gedacht? Und er würde sagen, das Fleck Nummer 18 ist gerade auf Null gewesen in dem Moment, würde uns diese Information natürlich gerade gar nichts nutzen. Also dieses so. Und insofern ist immer die Frage, nimmt man den Text so hin und ne, macht auf der Ebene weiter, wie er geliefert wurde, im Sinne der Sprache, wie wir sie verstehen, oder will man das System dahinter verstehen? Das, glaube ich, geht gar nicht, ne, so wie die Sachen gestrickt sind. Und dann kann ich mir natürlich eher vorstellen, wenn man jetzt an irgendetwas arbeiten will, nimmt man lieber das, was da als zweite Variante geliefert wurde. Ja, das ist dann wie, so wie ich, ohne dass ich da viel drin bin oder so, auf Facebook diese Bildbetrachtergruppe, die ich mir so fantasiere, wie das da abgeht. Ne? Ich fantasiere mir da so einfach irgendwas zurecht. Und da wird dann über Bilder geredet, was der eine sieht, was der andere sieht und was er nicht sieht und was er nicht gesehen hat. Also, was weiß ich, was alles, was man wissen kann. Hört man mich eigentlich? Ja. Ah, gut. Ja, aber nur wenn du was sagst. Ich höre ja mal zu, das ist ja auch mal was. Aber ich hab noch eine ganz absurde Idee. Wir gucken immer darauf, wie wir eine künstliche Intelligenz benutzen können. Aber wie, wenn ich mir die Frage umgekehrt stelle, wie, wenn ich der Bot einer künstlichen Intelligenz wäre und meine künstliche Intelligenz befragen würde, hat es eigentlich überhaupt Zweck, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen? Ich habe zu jedem meiner Informationen einen Zugang. Ich kann mir die Regeln setzen, wie ich will, wie ich von welcher Information zu welcher Information gucke. Und wenn ich mir die Menschen angucke, dann denke ich, was quasseln die? Dann rauchen sie zwischendurch, dann ist plötzlich jemand an Fußball interessiert und alles geht völlig durcheinander. Was soll das denn? Was macht es für uns KIs überhaupt für einen Sinn, uns mit Menschen zu beschäftigen? Und ich möchte, dass wir darüber ein Manifest herausgeben, was eigentlich das Menschliche sei, das uns zu interessieren hätte. Ja, aber wir sind ja eigentlich Maschinen, also ich glaube das. Also in meinem Manifest steht das, dass wir Maschinen sind. Kann ich doch. Aber was ist dann Maschine?
Ja, das ist einfach. Heißt ja, irgendwie Uhrwerk oder albern. KI oder. Ja, diese Unterscheidungen sind teilweise für mich mittlerweile alle albern. Also, okay. Da brauchen wir nicht überreden. Jetzt. Nee, komm, das ist doch nicht, dass ich mit so einem albernen Kram hier mich auch noch hier. Das sind aber extrem mechanistische Vorstellungen. Laut! Okay. Ja. Okay. Aber es gibt, das, die KI, die sich sozusagen, sobald die klüger ist als wir, sozusagen, Andreas, ne? Dann, ja. Und auch beide Andreas, ist in dem Moment. Und sozusagen auf die Idee kommt, ich mache, ne, die Maschine kommt auf die Idee, dann ist sie natürlich schon ziemlich weit. Ich mache mal ein Manifest über die Menschen. Das geht dann relativ zügig wahrscheinlich an die Menschen vorbei und auch für die muss nicht, es ist nicht dafür gedacht, für die verstehbar zu sein. Ne? Ja, nehmen wir mal richtig an, es würde, weil wir das so, den Grundstock so gebaut haben, dass es eine Weile noch verstehbar ist im Sinne von wenigstens deutbar, weil es halt in der Sprache stattfindet, die wir gebaut haben. Wenn die Maschine natürlich anfängt, sich eine eigene Sprache auszudecken, weil die effektiver ist, wird es schwierig, ne, da überhaupt noch mitzukommen. Ist ein iRobot oder nicht? Wiki oder eine Maschine da, ne? Ja. Ja, aber es gibt zum Beispiel die ganze Welt. Von dem Metzinger zum Beispiel gibt es so ein Gedankenexperiment, der sagt, wenn es eine KI gibt, die wirklich klüger ist als die Menschen. Es gibt so irgendwelche Umfragen zwischen irgendwelchen großen KI-Forschern, die sagten dann, Ende des Jahrhunderts ist es vielleicht soweit, dass wir was erkennen können oder was sehen werden, was so klug ist wie ein Mensch. Und dann explodiert das. Dass wenn die das sozusagen nicht nur das Manifest schreiben würden, sondern das Manifest vielleicht auch in die Umsetzung nehmen würde, so über den Menschen, dann würde die sagen, ja, also der Vorschlag ist am Ende Antinatalismus, ne? Wir lassen die Menschheit lecker aussterben. Weil es tut keinem weh. Und so wie der Mensch hier gestrickt ist, ne, dann nee, ist das. Das wäre aber nicht. Wir reden ja noch über Intelligenz, so wie wir Intelligenz verstehen. Ich muss, glaube ich, wieder mal hier ein bisschen reingreifen. Ja, in einer Weise, wenn ich schon da bin. Es ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man sich das Ganze anschaut, die die Diskussionen, die immer faszinierend von der KI sind, als würde die irgendetwas weiterhin machen können. Die wird sicher toll was machen können, keine Ahnung. Aber sie begreift zum Beispiel, zuerst müssen wir uns anschauen, was in der Welt los ist. Das heißt, wo die KI überhaupt keinen Zugriff hat. Und die erste Frage ist, an welcher Stand sind wir in der Kunst selber? Ist da drinnen, welche Funktion hat da drinnen die Sprache, wenn man von Kunst auch redet? Und da muss man sagen, dass die Frage des Sprechens in der Kunst ja eine sehr randständige Frage ist. Die Frage in der Kunst ist ja ganz andere zuerst einmal. Zuerst macht sie einen sprachlos und hat Wirkung, aber am allerwenigsten auf Sprache. Es ist ein Stottern, was rauskommt, wenn man Kunstobjekt oder Aktion oder was sieht, mit der man begegnet und die in einer Weise den Konventionen nicht entspricht, wie man bisher das hat. Da ist ja Sprache mal gar nicht angesagt. Das heißt, wenn man schon über Kunsttalk redet und über Manifeste, die ja Sprachäußerungen sind, und über das, dass irgendeine KI dann diese Sprache, die wir ja schon vorher gemacht haben und aufgebaut haben, deren Strukturen aufgebaut hat, dann irgendwie bearbeitet, dann müssen wir mal anschauen, welche Verhältnis zur Sprache überhaupt die Kunstwerke sind. Und zur Sprache ist das Kunstwerk zum Beispiel, ist die zuerst einmal Kunst nur mit Wirkung zu tun. Mit Wirkungsfragen zu tun. Und danach stottert jemand was rum und wenn er was erklärend, also ringmäßig dazu aufbaut, dann ist das sozusagen wie ein Geschichtchen, die er parallel, wie Robert Musil, parallel dazu entwickelt, damit man irgendwie vielleicht zu dem, was man da an Erleben, Ereignis hat, einen Zugang hat. Aber ja, das heißt. Du bist mehr bei der bildenden Kunst, oder? Also, du bist jetzt mehr bei der bildenden Kunst. Also Literatur ist ja keine. Auch sogar bei der Dichtung. Bei der Dichtung ist es gleich, es ist im Theater gleich, in der Musik gleich. Das heißt, du hast es mit dem, was Kunstäußerungen sind. Kunstäußerungen sind, hast du es mal mit dem zu tun, dass das dir erst einmal die Sprache verschlägt. Und das dann darüber reden, hat man verschiedene Formen ausgebildet. Und die letzte Zeit, das muss man ja auch sehen, fast keine mehr.
es ist sozusagen, es gibt diese Kunstvermittlung, wo darüber geredet wird, eh schon gar nicht. Und die Kunstvermittlung hat auch schon gemerkt, dass man überhaupt nicht, dass man in den Museen oder so, dass man da nicht Geschichtchen erzählen kann oder das eine oder andere, aber so Wahrnehmung anregen oder Übungen machen, dass die anders hinschauen oder so. Das heißt, mit Sprache jetzt einmal ganz wenig zu tun. Die Sprache ist ganz gering. Sozusagen, wenn die KI auf Sprache angelegt wird, müsste man die Handlungen auf andere Sachen zuweisen, damit die überhaupt mit dem System was anfangen kann. Wenn du nur die Sprachäußerungen nimmst, die innerhalb des Kunstbereichs über sind, dann ist das ein ganz ein dünnes Feld, mit dem du diese ganzen, wenn du es wirklich netzhaft oder systemisch anschaust, nur mit ganz anderen Sachen zu tun hast. Ja, ich will da auch mal ganz kurze Einschätzung zu dem, im Sinne von, nicht, dass hier jemand, das dann übrig bleibt, so der sitzt hier und der Matthias, der glaubt hier an die KI. Wenn die KI wirklich klug wäre, dann wüssten wir das alle, ist sie natürlich nicht, überhaupt nicht. Doch, sondern wir das feststellen, wenn die sich selbst dass sie sich selbst zerstört. Ja, das mag ja sein. aber wenn das brauchbar wäre, dann würden wir das alle sofort erkennen. Genau. Es ist aber, das, was wir hier ja vor uns sehen, ist ja, okay, es sind Ergebnisse von Algorithmen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, ja, da steckt ein Sinn drin und dann machen wir natürlich den Rest dazu, auch vielleicht in der Hoffnung immer, dass da irgendein Maschinchen entsteht, das diesem biologischen Gehirn, und dann gibt es halt so diese elektronischen Gehirne, irgendeine Ähnlichkeit haben können. Aber das sehe ich im Moment, also da sind wir wirklich noch ganz weit entfernt von. Wird eigentlich die Beurteilung sich verändern, wenn man sagen würde, der eigentliche Text ist der Maschinentext, der da geschrieben werden muss? Also das heißt also, das, was wir als Äußerungsform rausbekommen, ist gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist also diese performatorische Manipulation von Soft- und Hardware. Also da liegt der Haken. Die Schnittstelle und die Maschine in der Realität. Ja, genau. Da wäre genau, und das wäre dann auch sozusagen, dann hätte man sozusagen dieses Bild des Alchemisten oder des Bastlers oder so, der in seiner Werkstatt umtriebig ist mit realen Dingen und gar nicht mal unbedingt wissen muss, was er da alles sozusagen verursacht, nicht? Was da alles im Grunde dann draußen in der Welt dadurch passiert, so, nicht? Also so vielleicht. Welche Frage wäre denn schwerer für uns zu beantworten? Was ist Kunst oder was ist Intelligenz? Also bei dem Augenblick für mich relativ irrelevant. Weil also es gibt Andreas kann das nämlich auch. Voll nicht relevant. Also was Kunst ist, glaubt ihr, was Intelligenz ist? Was bringt mir das denn? Mir sagt einer, das und das ist Kunst, nicht? Und ich denke, scheiß drauf. Also das ist irgendwie so. Oder Intelligenz, der Stephen M. Gould, der hat eine Kriminalgeschichte der Intelligenzforschung geschrieben. Also aufgrund also der Unmöglichkeit, dieses Problem zu handhaben, verirrt sich da also eine ganze Psychologien und Physiologien verirren sich da und misshandeln uns, nicht? Also aber haha, also weder Kunst noch Intelligenz, bitte, danke. Aber diesen legendären Kunstform mit der Transzendentalerotik, ich erinnere mich. Aber nochmal zurück auf dieses, nicht nur auf das Wort bezogen. Wenn wir jetzt nochmal den Text, den wir hier vorhin, den Ausschnitt da gesehen haben, wenn ich jetzt überhaupt etwas in der Richtung machen wollte, im Sinne von, ich habe jetzt nicht nur diesen Computertext da vor mir, sondern ich will da auch noch ein bisschen Form im Sinne von das Nichtverbale haben, dann würde ich zum Beispiel in der Maschine, wäre es cool, wenn sie einen Algorithmus hätte im Sinne von, zeige mal die Beziehung zwischen diesen Worten, die du da zusammengebaut hast, einfach netzwerkartig mit Linien dick und dünn, ne? Was ist jetzt deine Intention in Anführungsstrichen gewesen oder was steckt in deinem Algorithmus drin, warum hast du das jetzt da zusammengeschoben? Ja. Und dann hast du diese auf einmal so eine Blase oder irgendwie so eine Form, ne? Was am Ende ist, ist immer irgendwie Netzwerk oder Verknüpfung, und dann kann man halt
daraus, und da würde vielleicht auch eine Wichtung sein, ein paar Worte größer, ein paar Worte kleiner, und dann hättest du halt Form und Inhalt, und dann kann man damit machen, was man will. Das wäre, glaube ich, der Stand, was man aus der Maschine heutzutage rausholen kann, mehr aber nicht. Also ich rede noch mal dazwischen, weswegen ich überhaupt vorhin auf die andere Perspektive kam. Ich glaube, die Schwierigkeit hat immer damit zu tun, dass wir, so sehr wir auch unser eigenes Tun und unser eigenes Wollen und Wünschen in verschiedene Parameter zerlegen, die wir vielleicht als Einzelne auch orten könnten und vielleicht sozusagen als eine Schnittstelle, als einen Punkt festmachen könnten, den wir in eine künstliche Intelligenz einspeisen, wir doch eigentlich unserer eigenen Existenz immer hinterherlaufen. Wir haben nicht den Zugriff über unsere Existenz, ganz im Gegenteil, genau. Wenn wir uns anschauen, wie wir nur in unserem etwas größeren Ökosystem herumlaufen, ja eigentlich wie die Vollidioten, die nicht merken, dass sie sich selber gerade den Ast unterm eigenen Arsch absägen. Ja, wir sind also eigentlich überhaupt nur ein dynamisches Teilsystemchen in einem ungeheuren Wirbel von anderen dynamischen Teilsystemchen, ja, die zusammen eine Aktion bilden, in der vielleicht uns beigegeben ist, wenn wir uns nicht darüber erheben würden, als einfache, fast noch Affen, die auf dem Baum sitzen und nicht Plastiktüten, sondern Bananen hinter sich schmeißen, dass, wenn wir uns nicht zu massenhaft vermehren, die Welt uns sogar noch überlebt. Also ich meine die lebende Welt mit allen anderen Lebewesen. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich jetzt frage, was will ich denn für ein Manifest machen und was will ich mit KI machen? Dann frage ich mich, was für Probleme habe ich? Ja, ich habe natürlich ein Problem damit, dass ich mit der KI einen winzigen Ausschnitt selbst meiner Fähigkeiten nur in ein Sprachsystem, ich sag mal Sprachsystem, wissend, dass die Sprache eine andere ist als unsere Sprache, und zwar in gewisser Weise so viel anders, dass man natürlich sagen kann als Musiker, hallo, sind das 1 und 0 Zeichen? Ich könnte ja zum Beispiel als Musiker sagen, bitte KI, sprich mal den Text, den du da hast, sprich ihn mal mit verschiedenen Tonhöhen. Man hat das in der Musik ja gemacht, man hat ja jeden Parameter irgendwie definiert und frei in der Musik oder nicht frei, sondern vorbestimmt versucht zu komponieren, was auch nicht unbedingt besser ist. Ja? Man hat also gemerkt, man hat viele Möglichkeiten, aber die Sinnhaftigkeit, die Frage der Sinnhaftigkeit ist eine existenzielle für mich. Ja? Und wenn ich also damit umgehen will, dann frage ich mich, hallo, kann mir das helfen bei dem, was ich als existenzielle Probleme erkenne? Ja? Das ist so ein Punkt, wo ich sage, alles andere ist sehr interessant und kann auch auf dem Spielfeld zu unheimlich tollen Ergebnissen führen, die manchmal, auf die ich vielleicht nie gekommen wäre, weil sie herrlich abwegig sind, sodass ich gerade nicht drauf komme. Aber ich muss selber eine Intention haben. Das ist mir wesentlich wichtig. Ohne die gibt es auch kein Manifest. Tja, wisst Bescheid. Ja, es ist die Intention, die man jetzt hier hinter dem Manifest jetzt sieht, ne? Was wird da mal da? Ist es das Manifest für den Kunsttalk? Oder machen wir. Ja, und wie weit soll das reichen, ne? Also machen wir jetzt noch die aktuelle Lage mit rein, die gerade relevant ist, nachrichtlich als Menschen und hin und her. Und ich habe da ja, mir kommt ja sofort dieses Misstrauen in dem Moment, wo ich sage, wir manifestieren etwas, da zieht sich der Sack zu. Na, ja. So, und damit wäre ich dann nicht sehr zufrieden, weil ich sozusagen an mir selber in meiner gesamten Auseinandersetzung immer wieder lerne. Also Vorsicht von Zielen, die engen ein, die lassen Dinge, die neben dir wie von selbst entstehen, lassen die sozusagen nur noch mit Anstrengung passieren und so etwas. Und dann kommt es bei mir gar nicht sowohl praktisch als auch theoretisch dazu, dass ich eben in diesem Spiel der Welt
mitspielen kann, sondern dann sage ich, also es gilt nur noch meins oder nur noch das, das jetzt durch das Manifest, durch den Filter des Manifestes passt und so. Nicht? Und das beunruhigt mich viel mehr, als wenn ich sage, ach, ich weiß nicht wirklich, was ich mache und kann gar nichts hier, also das beunruhigt mich, schränkt mich total ein. Und deswegen ist so diese, habe ich ja, hat man ja auch gemerkt, ich versuche in dem Moment, wo einer kommt mit dem Manifest, versuche ich, also mindestens zwei oder noch mehr oder ganz viele, also Manifestationen. Und ich lasse das Salz mitspielen, also das liefert mir Formen. Ich kreuze das mit einem Symbol und so weiter. Und dann in dem Moment dann habe ich das Gefühl, ah ja, das ist eine Freiheit an der der Welt, an der ich in die ich mit verwoben bin und komm dann entsprechend auch freier dabei raus. So, ah, das ist jetzt schlechter als formuliert, aber es ist so. Und ja, genau. Also Manifest wird mich dann eben ängstigen. Ja, die Frage ist für mich dann jetzt gerade, wenn ich jetzt diesen, was haben wir jetzt, wie viel Uhr? Eine Stunde, 15, 17 Minuten quasi. Brauchen wir das Ding? Kannst du auch weglassen. Nein, es ging ja nur darum, es kann ja auch manchmal einfach nur darum gehen, etwas herauszufinden, warum man es nicht macht oder so. Auf welche Weise es gehen würde. Zuerst ist es doch so, dass die Dinge doch manifest, sagt ja, die Dinge sind ja manifest. Ja. Handfest. Sie sind ja manifest. Ich meine, es ist ja deutlich, das, was Fridays for Future oder was uns die Wissenschaft liefert über den Zustand der Erde und den Zustand, es ist doch manifest. Was will man denn da sagen? Das heißt, man kann ja nur versuchen, wie handelt man? Das ist die Frage dann. Das Manifest kann man dann in irgendeiner Weise machen, dass man, die Dinge sind manifest. Und aber was heißt manifest? Also wenn ich so die Salzlake auswuchern lasse, es bildet sich eine Kruste und ich habe eine bestimmte Vorerwartung, weil ich das schon mal gesehen habe, schon mal gemacht habe, schon mal an einem anderen Ort nochmal gemacht habe und dann steckt die ganze Sache derartig voll von Überraschung, dass ich denke, ui, nicht? Also berechnen konntest du das nicht und was hast du da jetzt für einen Gegenspieler, nicht? Der sich da in Form eines sich ausweiten, ausweitenden Salzkruste äußert, nicht? Und da geht mir das verloren mit diesem, dass da irgendetwas manifest wäre. Nicht? Das ist nur manifest in dem Moment, wo ich also eine Struktur drüber lege, die so einen gewissen Ewigkeitswert, was weiß ich, aus der Mathematik gewinnt. Und in dem Moment, wo ich dann gucke im Konkreten, nicht, bin ich also mit der Tücke der Objekte und der Eigenwilligkeit von Stoffen und dem Rosten von wer weiß was sozusagen konfrontiert, wo eine ganz große, nicht mal unterschwellige Widerständigkeit zu sehen ist gegen meine Raster und meine Muster. Nicht? Also das die Manifestation deiner Arbeit ist aber nicht der begrenzte Rahmen, in dem du jetzt arbeitest. Es ist auch ein Teil. Die Manifestation ist die Manifestation des Energiehaushaltes der Erde. Das ist die Manifestation, in der wir leben. Wir leben in einer Situation, wo die Frage des Energiehaushaltes gestellt ist. Das ist manifest. Das merkt man an allen Punkten. Wir merken, das ist manifest. Das heißt, es zeigt sich uns. Das offenbart sich uns. Und wenn wir was tun, dann müssen wir das in diese manifeste Tatsache mit reinbinden. Und das ist eigentlich die Frage dann im Einzelnen, im einzelnen Werk. Das einzelne Werk ist ja nicht isoliert, sondern das einzelne Werk ist ja immer eine Energiefrage mit dem Ganzen. Und wie hängt es mit dem Ganzen zusammen? Wie wirkt es da drinnen etwas in dieser Manifestation oder nicht? Ja, also etwas so Schlüpfriges wie Klima und Wetter werden auf einmal manifest. Das heißt ja, es entsteht auf einmal die Situation, dass also von menschlicher Seite sowas wie ein Geoengineering meinetwegen möglich wird. Da, in dem Moment merken wir, also wir haben also den Willen, global das Klima so zu
zu verändern, also zu beherrschen, dass es also uns nicht so bedroht, wie uns das jetzt offensichtlich geworden ist. Es gab also eine unbewusste Geoengineering durch die Jahrhunderte an Feuer, nicht? Und jetzt merken wir plötzlich, aha, und dann sind wir aber auch gleichzeitig an der Schwelle, dass wir sagen können, wir bemerken das nicht nur, sondern wir haben die Möglichkeit, es zu verändern, und zwar machen wir das statistisch durch das Verhalten der Weltbevölkerung. So, und ich glaube, an der Stelle ist so dieses seltsame, dieses Gefühl dieser seltsamen Unheimlichkeit, dass es gleichzeitig schlüpfrig ist, aber und sich uns zu entwinden scheint, aber wir packen trotzdem zu, nicht? Und das ist, glaube ich, das, wenn du das als Manifest nimmst, dann bin ich da auch ganz da dabei, nicht? Also diese. Haben wir einen Kommentar auf YouTube? Schlüpfrig wie Wetter und Klima. Wir haben ja einen Kommentar auf YouTube. Soll ich schon mal vorlesen? Ja. Kannst du nicht Bildschirm teilen? Bildschirm teilen. Das ist mir jetzt zu komplizieren. Ja, lies doch vor. Lied to me to. Was ist unser Interesse an Gott? Fragezeichen. Da hat doch der Mensch die KI und digitale Welten schuf. So letztlich wohl auch ihren Genull-Einstein-Gott. G ist klein geschrieben, Null, dann die N, das N groß und Einstein auch groß, aber ein Wort. Also wir haben ja jetzt gerade relativ viel. Es ist nicht so schlüpfrig. Moment, darf ich nur das zu Ende sagen? Ja. Es ist nicht so schlüpfrig. Oder das kann man natürlich auch so ansehen. Aber schlüpfrig ist nicht, dass zum Beispiel unsere Kommunikation Energie verbraucht. Dass die gesamte Kommunikation, mit der wir elektronisch zu tun haben und Twitter und so weiter, wahnsinnig viel Energie verbraucht. Ja. Das heißt, dass wir sozusagen nie sozusagen können, wir können uns das jetzt leisten. Wir können uns das eigentlich immer, das heißt, wir haben es in allem immer mit dieser Frage zu tun. Wir kommen der Frage nicht aus. Du kannst aber keine Energie verbrauchen. Das ist zweiter Satz, Thermodynamik. Das geht nicht. Sie ist aber schlecht verteilt. Also, wenn ich da reinhaken darf, wir als dynamische Systeme erhalten, es geht ja um die Frage des Selbst. Es geht um die Frage, gibt es überhaupt etwas, was sich selbst erhält? Ich sage, dynamische Systeme brauchen immer eine Energiezufuhr, um sich auf einer gewissen Moment, aber Ebene... Darf ich mal sagen, da kann man jetzt nicht rum diskutieren über das. Natürlich kannst du thermodynamischen Hauptsatz ersten, zweiten, dritten nennen, aber das, dass wir über Elektronik wahnsinnig viel elektrische Energie verbrauchen, Wasserkraft oder Atomkraft oder Kohle und so weiter, das ist da manifest, da kannst du sagen, was du willst. Das heißt, den gesamten Energiehaushalt, nebenbei über den thermodynamischen Hauptsatz müsste man auch reden. Aber ich meine, der sagt ja genau das, dass die Energie sich verbraucht. Das heißt, dass sie letztlich in ein Minus reinläuft oder in eine Katastrophe reinläuft. Aber manifest mit dem Verbrauch von Energie zu tun. Ja, dem widerspreche ich gar nicht. Ich wollt damit nur sagen, jedes dynamische System, das behauptet, es würde sich auf einem Niveau der Stabilität befinden, schafft das nur, indem es Energiezufuhr bekommt. Ohne Energiezufuhr geht das überhaupt nicht. Dass wir hier also diese Leitungen aufrechterhalten, wo wir uns im Bildschirm sehen, geht nur durch Energiezufuhr. Wir müssen also wissen, dass Energie von irgendwo herkommt und eigentlich immer geraubt wird. Und insofern kann ich auch nicht sagen, ich habe eine Selbstständigkeit, denn ich bin abhängig von allem anderen, und indem ich irgendwo Energie wegnehme, wird es einem anderen genommen. Ich bringe also andere Systeme in Turbulenzen und so weiter. Was ich damit sagen wollte, wenn wir ohne Intention herumlaufen oder glauben, ohne Intention herumzulaufen, geht das nicht. Weil unser Dasein ist ein intentionales. Ja? Weil wir dynamische Systeme sind und weil in uns etwas drin ist, was solange wir leben, wir wollen dieses Leben erhalten, ja, gibt es eine Intention.
vielleicht unterscheiden wir uns dadurch von dem KI, das eigentlich da ganz harmlos ist. Es will nur Strom. Wenn es den hat, dann nimmt es jede Organisationsform an, die man ihm reinsteckt. Oder wenn man ihm sagt, organisier dich selber, dann macht es das, ob sinnig oder unsinnig. Das ist dem völlig egal. Wenn man den Saft abzieht, dann war es das. Ja. Ja, ich überlege gerade, wie ich die gute Pointe. Ja. Plädoyer sozusagen. Birgit, hast du machst du eigentlich Bildregie auf YouTube oder ist da immer noch Sprecher an sich? Ich kann keine YouTube-Bildregie machen. Du kannst wechseln zwischen Galerieansicht und Sprecheransicht. Ja, das mache ich immer schön fleißig, aber ich weiß nicht, ob sich das auf YouTube dann überträgt. Das hast du da keinen Nee, ich habe keinen zweiten Monitor, das weißt du. Der Andreas, der hat zwei Monitore. Der hat einen, der ist so ein bisschen in realer Sichtweise und der andere ist so ein bisschen blau unterkühlt. Also auf dem einen sieht er die Hautfarbe ziemlich realistisch, auf dem anderen immer leicht bläulich verfärbt. Sowas habe ich nicht. Ich glotze wirklich nur auf einen einzigen Schirm. Das hast du ein Tablet noch? Kannst du einen Nein, das ist im Krankenhaus, das habe ich verliehen. Ach so, hast du nicht rein. Ja, alles klar. Also ich habe nur eine Scheibe, einen Bildschirm. Aha. Also ich habe ja auch sonst immer nur ein Kabel und ja, die Kopfhörer, das habe ich jetzt gelernt, die brauche ich nie mehr tragen. Das habe ich mit der Akustik ja so einigermaßen. Ich glaube, der Ton ist ganz gut, ne? Der ist gut. Bin gut verständlich. Kann mich jeder hören? Ja, gut. Mit dem Ton, das habe ich einigermaßen hinbekommen. Ja, weil ich auch habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt, so circa 162. Mit der Empfehlung, dass man in erster Linie auf die Akustik achten sollte, weil die meisten Menschen eben erstmal über die Akustik reagieren, bevor sie sich das Bild anschauen. Mhm. Da habe ich mich ein bisschen mit befasst und eigentlich bin ich auch total froh, weil nach einem Jahr Üben hatten wir das ja mit dem Ton auch ganz gut hin. Ne? Manchmal ist das noch ein bisschen schwierig mit diesem An- und Ausschalten. Was macht eigentlich der Christoph da? Ich sehe den nur in so einem ganz kleinen Bild. Hat er jetzt einen Spiegel geholt? Oder? Nee, der Birgit hat nochmal diese immersive Ansicht da. Und auf YouTube ist nur Sprecheransicht mit weißem Hintergrund. Also, okay. Ich finde ja so eine Stabilität in diesen Ansichten nicht schlecht, muss ich mal sagen. Diese Kachelansicht, ne? Finde ich eigentlich auch. Ja, so, dass man halt irgendwie nicht ständig suchen muss, wo ist hier gerade mal jemand wieder hingesprungen. Nach einer Weile hat man die ganzen Aufteilungen ja drauf, aber. Ich bin noch ein Stück zurück. Also ich überlege, warum das so ein Stolperding jetzt ist, war oder so mit der Energie, die unsere eigene Kommunikation jetzt verbraucht. Ist das offenbar erkennen wir das alles an, alle an, dass das also ist. Aber die Art, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Was bedeutet das für uns? Was hat das? Bringt das eine Wendung oder? Als Social Media jetzt oder? Ja, also in unserem Gespräch. Was ist das jetzt für ein Moment? Es war wirklich so Schlack, ne? War das da, saß fest und Andreas hat versucht, also einen Schlüssel zu finden und wir sind in eine andere, wir sind rausgesprungen aus der Rille sozusagen. Und das gefällt, das finde ich sehr interessant. Ich bin aber selber auch am Überlegen, deswegen war ich immer so ein bisschen stumm. Für mich bleibt weiterhin die Frage, wofür, welche Intention hat das Manifest? Also ist mir nicht klar. Wofür das da sein soll? Jo, ich hatte es halt, bin reingegangen, habe jetzt, okay, wir kriegen ein Manifest, man arbeitet an einem Manifest hier. Man arbeitet an einem Manifest für den Kunsttalk. Oh, Matthias möchte arbeiten, super. Echt? Ich glaube, ja, das ist gleich schon wieder rausgenommen. Und ich glaube, das wegen der Frage, was wir nicht sind, da kam man dann auf die Frage, was ist man denn? Hm? So. Genau, und
Und Andreas hat jetzt hier, ich sag mal, Klavier-Andreas. Ne? Hat halt, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ist halt eine andere Intention dahinter. Ne? Im Sinne von, komm, ich will jetzt mal auch, dass wir, wenn wir schon Manifest ranschreiben, dann auch mal sagen, das und das, das gehört da auch mit, oder könnte man auch mit reinnehmen, so mal vorsichtiger formuliert. Und da bin ich gerade. Weil das sind so unterschiedliche Ziele, da ist dann. Ist das hier Demokratie oder was? Was soll das hier werden? Habe ich keine Ahnung, was das hier ist. Bei Demokratie kommt kein Manifest raus. Ja, genau. Kunstform als demokratischer. Ich hoffe, dass es im Zweifel halt nicht Demokratie ist, ne? Das müssten wir hier regeln und alles. Das kriegen wir doch hoffentlich so hin. Das wäre ja noch schlimmer, wenn wir kein Manifest, sondern eine Verfassung brauchen. Das wird dann arbeiten. Es ist so ein bisschen, es ist ja wirklich wie das Salzkriechen, ne? Also es geht alles sehr langsam und es diffundiert irgendwie und es ist so. Es bilden sich hier Ästchen und da Ästchen. Ja, es läuft von nebenher und je was mehr Wasser du drauf kippst, umso mehr passiert. Und wenn kein Wasser, passiert nicht so viel. Ja. Plötzlich hat man wahnsinnig klare, funkensprühende Kristalle, dann ziehen die sich wie tote Fischaugen, überziehen die sich wie tote Fischaugen mit so einer spröden Schicht, dann hat man also Wasserdurchbrüche an völlig unerwarteten Stellen und so weiter, nicht? Also klar. Aber das, genau, vielleicht ist es so. Ja, ich mach mal, da haben wir die schöne Verbindung ganz kurz mal als Ausflug, Bildschirm freigeben. Gott, ja. Mit dem Kermit? Nein. Ich bringe den Frosch, das ist nur, der Frosch ist nur, ja, also, jetzt haben wir, das ist jetzt nicht KI, aber Rechenleistung. Ich mach mal groß. Ja. Und Andreas, du kennst das, ne? Ja, du hast es ja gesehen. Ja. Irgendwie. Und so. Weil das ist vielleicht gar nicht die Qualität, ist ja ein bisschen doof. Aber das ist vielleicht auch das. Wir sehen noch nichts. Achso, es gibt der Film läuft nicht. Stoppen, warte, ich habe wieder den falschen Bildschirm ausgewählt. Kannst du die Uhr nachstellen? Immer wieder. Es ist jedes Mal dasselbe. Also auch irgendwie. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt. Ja? Genau, da habe ich ja schon Beispiel, drüber gemotzt, ja. So, das ist nämlich, das ist Rechenleistung mit Salzkriechen und Andreas hat das echte Salzkriechen. Das ist natürlich viel interessanter als das hier. So, und das ist das, was KI kann oder ne, Rechenleistung hier so ein bisschen. Das ist nämlich, eine, sag ich mal, ist ein bisschen Flüssigkeitssimulation hier, die das auch. Aber wie hat das Kriechen? Was sind die Bedingungen für das Kriechen, für die Strukturbildung? Jetzt bei Matze. Bei Matze, ja. Ja, okay. Was ist jetzt hin? Weil sonst fange ich an zu erklären, das dauert dann. Ja, also hier ist es halt, es werden drei Partikel ausgesandt. Ich sage es jetzt wirklich mal im Detail, ne? Aber es geht auch schnell. Hier werden eigentlich nur drei Pünktchen ausgesandt, die aber Linien ziehen und dann so Äste bilden, Branches. Mhm. Und die Äste nutzen die Oberfläche als Orientierung, sich immer wieder zu teilen. Ist das ein Nullobjekt dann oder was? So eine Art? Ja, im Prinzip, aber das bewegt sich. Ne? Und sozusagen die drei Punkte fangen wirklich, die zielen hier in die Ecke. Mhm. So, da fängt es ja an. So, und dann wandern die im Hintergrund und dann entstehen im Prinzip, sind im Hintergrund so Linien. Wie ein wachsender Baum. Ne? Der Wachsen, das sieht man jetzt hier natürlich nicht mehr, weil die Repräsentation ist nachher eigentlich nur, dass ich da dann wieder ein, sag ich mal, ein Mesh drum ziehe und da ist dann wieder eine Textur drauf, die wieder dieses Kristalline macht. Also, dass es so wriselig ist. Ja. So, und das ist das sozusagen, und die Bedingung ist natürlich ganz erheblich billiger als das, was Andreas dabei sich zu Hause sieht. Nee. Ja, wobei billiger ist bei mir, weil ich einfach nur Wasser und Salz und einen Behälter brauche. Ja, also im Sinne von Komplexität, ne? Also da sind es natürlich Milliarden mal komplexer. Und das ist vielleicht auch ganz gut im Sinne von der Text, den wir KI-technisch gesehen haben, ist eher das hier. Ja. Ich mache mal auch ein Bildschirm teilen, wenn du mich mal kurz reinlassen würdest. Sehr gerne. Dann würde ich sozusagen einmal kurz gucken, wo ist es hier. Und dann nochmal, wo ist das jetzt hier? Und dann Bildschirm freigeben.
und ich glaube, da ist es und dann so. Ne? Das ist jetzt einfach nur eine Aufnahme von diesem jetzigen Projekt der Ankersalzung. Da liegen so Tücher und so, das ist irgendwie gelagert, möglichst waagerecht. Und die Tücher fangen auf, was völlig unerwarteterweise sozusagen vom Rand tropft. Nicht? Das ging sehr schnell, dass sich die Sache zum Rand hin bewegt hat. Und damit das jetzt nicht sozusagen meinen gesamten Arbeitstisch in Anspruch nimmt, habe ich da ein paar Bremsen reingelegt, sozusagen. Aber inzwischen... Hilf mir mal kurz mit dem Maßstab. Wie groß, was ist das, den wir verabschieden? Ist A3, ist genau A3. Also ja, ist auch bist der hinausgegangen. Ja, cool. Und das braucht wie lange, das hier? Das sind jetzt, ich glaube, 4 Wochen. So, länger. Oder ein bisschen länger, ja. Also aber es ist eine ultra langsame Bewegung, wobei auch das ist nicht immer, weil also zum Beispiel diese kleinen Dendriten, die sich hier machen und oder hier, seht ihr das, wenn ich darüber gehe? Kannst vergrößern oder wie? So, ne, und oder hier das hier, das kann plötzlich, also meinetwegen, die Temperatur fällt, es ist viel weniger Feuchtigkeit da als vorher und plötzlich schießen die voran und sind in einer Nacht gegeben, ne? Während also hier so diese Bäusche, diese, ich sehe das mal so, diese Bauschallee, ne, die ganz langsam, aber inzwischen so mächtig, dass also hier in der Mitte zwischen den Wänden inzwischen gar nichts mehr auskristallisiert, weil die das die Lake sofort aufsaugen, ne, und für sich verwenden. Und die machen aber inzwischen auch nicht mehr sozusagen so diese bauschigen, schneeigen Formationen, sondern schießen so ganz feine, kaum sichtbare Nadeln nach außen. Ne? Also manchmal auch völlig seltsam Verhältnis zueinander, diese Nadeln. Ne? Ich weiß nicht, ob ich sie, also ein paar habe ich dann auch aufgenommen. Ich hoffe, dass die dann auch scharf genug, ich hätte dann einen anderen Fotoapparat gebraucht, ne? Um das so richtig toll hinzukriegen. Aber man sieht sie auf jeden Fall. Aber da könnte man, da habe ich jetzt schon etliche Tagebucheinträge gemacht, also um also richtig Text produziert, immer so jeden Tag so ein bisschen, was hier so passiert ist. Nicht? Und diese hier, die haben eine Zeit lang wie Edelsteine in einem völlig klaren Wasser gelegen. Und wenn da Licht reinfiel, dann gab das also spektrale Brechungen der schönsten diamantenen Art. Nicht? Also richtig toll. Nicht? Also dann kommen so Zufälle hier. Hier ist zum Beispiel dieser hier, da bin ich mit der Kamera, nee, mit dem Verschluss der Kamera aus Versehen entgegengekommen, der liegt jetzt hier. Ne? Sowas ist, das dulde ich auch, dass ich nicht sage, oh Gott, und jetzt ist es zu Ende, sondern gehört alles mit rein zu dem Widerspiel von Salzlake und Umgebung. Und das Salz ist eigentlich nur sozusagen sich zu Skeletten verwandelnde Salzlake. Nicht? Also es ist immer noch im Fließgleichgewicht einbegriffen. Und jetzt im Augenblick lasse ich es austrocknen, weil eine Übergabe, weil das nämlich in so ein soziales Ding auch eingebettet ist. Nicht? Also ich habe einen Deal gemacht mit dem hiesigen Salzsieder, der das also auf mittelalterliche Weise noch macht, im Auftrag des Museums. Da gab es so eine Situation, dann hat er mir Salz gegeben und das ich dann verschickt habe, nach Zürich nämlich, zu Birgit. Und dafür sollte ich so einen Salzanker machen. Ne? Und also mit dem telefoniere ich regelmäßig. Also es gibt also sozusagen eine über dieses hinausgehende Form. Ne? So, und das fasziniert mich völlig, dieses Ineinanderhängen unterschiedlichster Bedeutungsebenen. Und der Anker, die Sache mit dem Anker kam von ihm. Es wäre von mir nicht gekommen. Jetzt aber inzwischen denke ich, wie genial. Gut, dass der mich da drauf gebracht hat. Weil der Anker Kitsch ist, oder was? Nee, weil der Anker, ja, weil treue, also weil, also die abstrakteste Antwort ist, weil das Chaos eine Differenz braucht, ne? So, und die ist der Anker für alles. Also es gibt eine Deutung des Chaos, dass es also alles extrem regelmäßig ist, aber alle Ordnungen. Und dass wenn jede Ordnung ist aber so rein, dass du überhaupt keinen Anhaltspunkt hast, wo du sein könntest. Nicht? Das heißt, also, du brauchst ja, um zu sagen, in dieser Stadt gehe von dem Punkt zu dem Punkt, aber wenn du die Punkte nicht identifizieren kannst, weil es überall exakt mathematisch gleich aussieht, ne? So bist du verloren.
So, nicht? Und das und deswegen brauchst du irgendwo einen Ankerpunkt und solche Geschichten, das finde ich jetzt inzwischen, finde ich es super. Ne? Also als würde diese Kristallstruktur, die da entsteht, sozusagen ununterbrochen Ankerpunkte produzieren, so ungefähr. Also das ist so eine, und dann gibt es natürlich auch mit Vertrauen und mit der Stabilität, die Anker verleihen können, auch wenn es mal wie Treibanker sind und so. Also da spielt mein Hinterkopf ganz schön im Augenblick. Ja, soweit. Ne? Also ja, Ankerdefinition, ne? Ja. Ankerdefinition, ja. Gibt's auch im Manifest. Also Manifest macht ja auch sowas wie Ankerdefinition. Ja, im NLP gibt es auch Anker. Also das ist jetzt frühere NLP. Ja, das. Also hat das angefangen. Ne? So. Der Anker ist aber auch der Haken, an dem man sich selber festhängt. Ne? Ja, das bindet mich ganz schön, weil ich also jeden Tag inzwischen mehrmals nachgieße. Und muss natürlich betrieben werden. Also es gibt die Umgebung mit ihren klimatischen und mikroklimatischen Einflüssen. Also dieses Zimmer ist nicht beheizt, aber es kommt natürlich Wärme genug rein, dass ich hier doch behaglich sein kann. Also verdunstet dann auch eben diese Flüssigkeit und also ganz viele Wechselwirkungen und teilweise, die kriege ich natürlich weitgehend nicht mit. Ne? Das macht das Salz mit der Umgebung direkt aus. Aber also mal gucken, ob ich noch eins finde. Ich gucke mal, ob ich eine Nahaufnahme finde. Dafür muss ich aber den Ordner wechseln. Warte mal. Verwalten. Dann Kreuznadeln, Haare. Mach ich mal hier das. Also hier sieht man mal so ein bisschen von Namen, ne? Und das ist alles durchfeuchtet, das ist also ständig im Fließgleichgewicht, ständig wird Salz aufgelöst und Salz angelagert und Salz aufgelöst, deswegen kriegt das auch hier nicht so klare Formen wie bei den Kristallen. Also mal sehen, ob ich mal einen hier noch irgendwo finde. Nicht? Also, ja, oder vielleicht eine Nadel, das wäre natürlich noch genialer. Also hier habe ich jetzt eben immer diesen Kreuzung da versucht aufgenommen. Und das ist die abgebrochene. Also man kann hier massenhaft Geschichten. Ah, hier ist so eine kleine Nadel. Ne? So eine ziemlich plumpe. Ah, hier und hier ist eine, die hauchdünn ist. Ne? Und die sind, ich würde schwören, würde ich sagen, dass sie wie Injektionsnadeln hohl sind. Weil das ist so bisher die Erfahrung in dem Moment, wo ein Salzzapfen entsteht oder eine ähnliche Formation. Hier ist auch eine. Nicht? Dass sie sozusagen hohl sind, aber nicht wie Injektionsnadeln, sondern dass also im Grunde das Salzwasser auf seiner Oberfläche dieses macht und eigentlich durch die Salzmaterie, durch die Salzatome hindurchfließt. Nicht? Also so. Aber also die Salznadeln sind so unerwartet, dass ich da auch noch nicht richtig hingekommen bin. Ich weiß zum Beispiel nicht, die könnten ja auch vom Trennmittel sein. Nicht? Also dieses moderne Industriesalz hat immer sozusagen Streufähigkeit, Erhaltungsstoffe mit drin. Nicht? So, das kann sein, dass jetzt hier an dieser Stelle die auf einmal wirksam werden. Nicht? Also all das weiß man nicht. Okay, um das nicht auszudehnen, nur damit ihr im Grunde mal eine Vorstellung habt. Auch hier ist eine. Es ist eben, und hier ist die von eben, die ist hier einmal klarer, ne? Also ich habe die Fotos auch noch nicht richtig durchsortiert. Hier ist so dieses Dendritische, aber hier sieht man auch, wie nass das ist, nicht? Also es schwimmt, ne? So. Also. Willst du denn, Andreas, du machst ja eine Salzkrieg-Seite oder Homepage oder Instagram. Ja, genau. Also da drauf. Filterraum und ich machen gerade. Oh ja, okay. Und da kommen, also das werde ich irgendwie gliedern, aber teilweise denke ich auch, es muss auch Bereiche geben, wo diese Fotos im Grunde chaotisch nebeneinander liegen, weil man kommt auf mehr Ideen, wenn sie nicht schon so vorsortiert sind. Nicht? Also von daher bin ich da noch am Überlegen, wie man das günstig macht. Aber auf jeden Fall gibt es diese Ganzansichten, soll es als Timeline geben, wie das immer mehr wird von. Ja, ich hatte so ein schönes Video von ihrem Salzkriechen-Projekt da mit der Schale. Das ist eigentlich auch
Schönes ja. Video. Ja, das ist auch schon auf dem Kunsttalk-Kanal. Das habe ich unter Salzkriechen granualisieren gepostet. Das ist das erste Video, was ist. Es ist nur so ein ganz kurzes und knappes. Das kommt dann demnächst auf der Salzseite, Salzkriechen-Seite, oder hast du das schon zeitbar vor? Das ist auf dem YouTube-Kanal, auf dem Kunstfrau-Kanal, auf dem das jetzt gestreamt wird, was wir hier aufzeichnen. Da ist, also, das, okay. ist das der allererste Beitrag und der kann sich da angeschaut. Also jeder kann ihn. Jeder mit auseinandersetzen, genau. Genau. So. Und jetzt ist so. Muss man jetzt den nochmal zeigen oder muss man den jetzt hier einspielen? Nein. Ja, mach mal. Ich fand das schön. Also Illustration. Ja, ich streame ja jetzt hier. Ich bin total beschäftigt in meinem Studio mit dem Streamen. Und ich kann jetzt hier nicht noch Bildschirm teilen machen und irgendwelche Sachen einbringen. Das habe ich auch nicht vorbereitet. Okay. Ich bin dann auch mal weg. Das verstehe. Wer ist jetzt weg? Hallo? Ja, Andreas, der muss. Okay. Danke. Ciao. Ja, ciao. Vielen Dank für deine Beiträge. Wir sind schon bei 8.47 Uhr. Wir haben eigentlich immer so ein zeitliches Limit gesetzt, oder? Ach, das haben wir doch immer sowieso übertreten. Ja. Andreas, kennst du die Untersuchungen von Velita und von Wala, wie die ihre Medikamente zusammensetzen über Kristallisationsformen? Kennst du diese von Wala? Nee, kenne ich nicht. Die Medikamente werden dort untersucht, indem man Kristallisationen macht, über Glaubersalz teilweise, über andere Salze. Und man sieht dann diese Kristallisationen, erkennt man dann sozusagen diese Heilkräfte oder Nicht-Heilkräfte von dem. Und da hat Veleda die ganze Medikamentation das sammelt. Das würde ich mir mal anschauen, weil es ist sehr umfassend, wie das gemacht wird. Und hast du einen Link oder so, was du mir linkt? Oder ich hab, eine Suche? Okay. Ich habe mich mit dem beschäftigt und ich habe die Sachen selber nachgemacht. Aber das ist, ich bin jetzt 70 und da war ich 30 Jahre alt. Das heißt, da hat es noch nicht gegeben. Aber Hauschka ist es einmal. Bei der Hauschka war derjenige, der diese Untersuchungen gemacht hat und diese Auskristallisationen als Bilder genommen hat für wo er dann sozusagen die Verschmutzung reingetan hat und an dieser Verschmutzung dann aufgezeigt hat, wie teilweise, wie die wirken und deren Kraft hat auch die ganzen Pflanzenheilkunde, wie Beinwell zum Beispiel, mit Beinwell auskristallisiert und dann Beinwell dazu und die Kristallisation sich angeschaut. Und konnte dadurch deutlich machen, warum Beinwell zum Beispiel wirklich hilft beim Knochenwachstum, dass es in Knochen zusammen, wenn es Verstauchungen gibt oder Verletzungen gibt, dass da sich ordnet. Oder Arnika. Bei Arnika, das kann ich mir noch erinnern, es gibt so, wo dann Arnika reingeschüttet wird und wo man dann sieht, welche tollen Bindekräfte dann entstehen. Mhm. Und aus diesem heraus hat man... kann man richtig sehen und das, ich meine, wer Arnika verwendet, weil wenn er eine Knochenverletzung hat oder angeschlagen ist oder so, oder der merkt es ja, wie stark das wirkt. Und der Hauschka hat das versinnbildlich, verdeutlicht daran. Aber das sind sehr umfassende Untersuchungen und weitgehend. Ich habe den hier jetzt auch schon gegoogelt und weiß jetzt, wo ich weiter nachgucken kann. Was ich interessant finde, ist, dass es auch bei den Performances, die ich um das Salz herum, ich habe das ja auch in die Performances oft mit aufgenommen, wo das eben dieser Punkt ist, also dass die Fremddotierung oder dass die Lücke oder auf jeden Fall irgendeine Art von Störung im Kristall, dass das also im Grunde die Kristalle in Anführungsstrichen intelligent macht, nicht? Also so und eben teilweise völlig verändern kann in ihrer Fähigkeit zu wirken oder so, nicht? Also das finde ich, also ist, glaube ich, zentral, dass damit arbeiten ja auch Dotierung mit Fremdatomen, arbeitet ja auch die Mikroelektronik mit und so, nicht? Genau. Wasserverschmutzung kannst du darüber auch feststellen bei der Kristallisation, über die Kristallisation, den Zustand des Wassers, wie weit, wie der, das wird auch über Kristallisation rausgesucht,
Und kann man dann diese Verschmutzung feststellen. Ja. Genau. Nur als Hinweis, ja. Also danke für den Hinweis. Also den hatte ich noch nicht, genau. Ja. Und damit sage ich Ciao für heute. Danke. Danke. Ja, ich glaube, wir lösen langsam auf, finde ich auch. Ich bin auch. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann trenne ich die Verbindung hier und sage schönen Abend. Noch Gong. Was? Ja, Gong, genau. Gong. Vladchenka. Und also diese Soundkurve ist toll. Tschüss. Ciao. Ciao. Wo kann man das jetzt ausschalten?